Hallo zusammen. Ich darf euch im Namen der Hochschulgruppe Eidesensur alle zur heutigen Veranstaltung, zu unserer Abschlussveranstaltung des Wintersemesters begrüßen. Sehr schön, dass so viele trotz der Klausurenphase, Hausarbeitenzeit und so weiter Zeit gefunden haben, heute Abend hier zu sein. Ich freue mich und die ganze Gruppe freut sich sehr auf den Abend und auf die Veranstaltung heute. Ich möchte nur zum Eingang zwei, drei Worte vielleicht sagen dazu, wer wir eigentlich sind. Weil wir haben es zwar auf den Einladungen abgedruckt, aber ich weiß nicht, wie intensiv man sowas dann macht. Wir sind eine Hochschulgruppe, die sich vor zwei Semestern mittlerweile, also Anfang des Wintersemesters 2012/2013 gegründet hat und sich so im weitesten Sinne mit die amerikanische Kultur, Politik und so weiter auseinandersetzt. Und dazu gehört eben auch Literatur. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute Abend ein so reich besetztes Podium haben. Ich möchte auch gar nicht mehr viel mehr Wörter verlieren, sondern mich bei euch kurz daran bedanken, weil ihr euch dann im Namen der Hochschulgruppe alles zu alle zur Abschlussveranstaltung des Wintersemesters. Wir sind dann auch live in YouTube, deshalb hört ihr mich jetzt doppelt. Aber es ist relativ schnell erledigt. Vielen Dank, Gabriel. Und damit möchte ich auch das Wort schon weitergeben an den Moderator des heutigen Abends, an Fernando, und wünsche euch viel Spaß. Ja, ich möchte nur kurz mich bedanken für die Möglichkeit, das hier machen zu können. Und ich will gleich Frau Dr. Stausfeld vorstellen, unsere Hauptrednerin heute Abend. Sie ist Hispanistin, Anglistin und Romanistin, lebt in Barcelona und Berlin, hat promoviert mit einer Arbeit über Gabriel García Márquez und den neuen Roman Lateinamerikas in Bonn. Frau Dr. Stossert war von 1974 bis 2008 im Surkamp Verlag verantwortlich für spanisch, portugiesische und lateinamerikanische Literatur und ist seit 2008 für den Fischer Verlag in derselben Funktion tätig. Sie ist Herausgeberin zahlreicher Anthologien und Materialbänden. Ich möchte nur aus den zahlreichen Publikationen einige letzte nennen, beispielsweise Herausgeberin des Bandes Schiffe aus Feuer, 36 Geschichten aus Lateinamerika, Frankfurt am Main, Fischer 2010, und dann den Band Dunkle Tiger, lateinamerikanische Lyrik, auch im Fischer Verlag 2012, sowie die zwei sehr interessanten Herausgaben der Zeitschrift Die Juden, 238 2010 mit dem Titel Der Vorabend aller Pracht, eine Lesereise durch zwei Jahrhunderte argentinischer Erzählkunst und Poesie, und zuletzt 2013 ebenso in der Zeitschrift Die Juden, In so einem Augenblick ist alles möglich, ein Spaziergang durch die Literatur Brasiliens. Nicht unerwähnt will ich lassen, dass Frau Dr. Stausfeld auch 2009 den Orden Isabella Católica für ihre Verdienste in der Literaturvermittlung zwischen Spanien und Deutschland bekommen hat, sowie auch in der Ankündigung schon erwähnt, sie ist in der Buchmesse in Buenos Aires 2012 in die Liste der 50 wichtigsten Personen der spanischsprachigen Kulturwelt aufgenommen. Vielen Dank, Frau Dr. Stausfeld, und Sie haben das. Danke. Also ich finde das erstmal toll, dass es eine Initiative ist, die von Studenten kommt. Das freut mich sehr und deshalb bin ich gleich doppelt gerne gekommen. Und wenn man so lange wie ich im Geschäft ist, dann bleibt es eigentlich nicht aus, dass über die Jahre eben viele Dinge zusammenkommen und auch die eine oder die andere Ehrung oder wie auch immer man das nennen will. Aber alles das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist die Literatur. Und hier habe ich schon gerade gesehen, da haben sie den Boom ja quasi komplett. Julio Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Asturias, Roa Bastos, Manuel Puig, Fuentes, Alejo Carpentier mit einem furchtbaren Foto, Ernesto Sábato, José Donoso, José de Samalima, Cabrera Infante, Onetti, Rulfo, und den sehe ich jetzt gerade, Borges. Also, da haben Sie die Lektüreliste eigentlich schon angeboten bekommen. Und ich soll jetzt 20 Minuten reden. Das ist für ein so kompaktes Thema natürlich wahnsinnig wenig Zeit. Also werde ich als erstes schnell reden, damit ein bisschen mehr reinpasst. Und zum anderen versuchen, es irgendwie auch noch in die Gegenwart zu bringen. Also der Titel heißt Der Boom.
Der Geist der Fiktion schrieb die Geschichte und die Identität Lateinamerikas neu. Reichweite und Dimensionen folgen und Neudefinition. Ich würde daraus ein ganzes Seminar gestalten. Aber fangen wir mal an, was Alejo Carpentier gesagt hat. Er hat gesagt, er hat die Geschichte Lateinamerikas in spanischen Lehrbüchern lernen müssen, wie alle Autoren des Kontinents seiner Generation bis in die 60er Jahre. Und das war natürlich eine sehr verfälschte Fassung von dem, was in Lateinamerika wirklich sich ereignet hat. Und so hat er gesagt, die Lektüre der Chroniken, also von Kolumbus, das Bordbuch angefangen, über all die wunderbaren Texte, wie zum Beispiel Bernal Díaz del Castillo, die wahre Geschichte der Entdeckung und Eroberung Neuspaniens, oder Inca Garcilaso. Also das ist ja ein riesiges Konvolut an großartigen Texten, die auch heute sehr spannend zu lesen sind, weil man unter anderem darin feststellen kann, wie die erste Globalisierung damals sich ereignet hat. Also Carpentier hat gesagt, durch diese Chroniken hat er die Geschichte des Kontinents, seines Kontinents Lateinamerikas, festgestellt. Und die Bedeutung der Chroniken darf man überhaupt nicht unterschätzen, denn alle Autoren, Rulfo, Vargas Llosa, Roa Bastos, alle haben sie sich begeistert als Leser von Chronisten geäußert. Ich habe das mal alles gesammelt, als 1992 500 Jahre große Feierlichkeiten zur Entdeckung Amerikas stattfanden. Da gab es eine ganze Schwemme von Chroniken, die alle in Spanien publiziert wurden. Und da habe ich das alles recherchieren können. Tomás Eloy Martínez, der Argentinier, behauptet, die argentinische Literatur gründet sich insgesamt auf der Chronik. Also man kann die argentinische Geschichte anhand der Texte und Chroniken kennenlernen. Zum Beispiel der Gründungstext Esteban Echevarría, der Schlachthof, der auch in dieser kleinen Anthologie von den Horen über die argentinische Literatur abgedruckt worden ist, ist natürlich, der spricht Bände über das, wie es damals in Argentinien zugegangen ist, oder Mansilla, eine Expedition zu den Indios Ranqueles, ein Klassiker, oder auch natürlich Sarmiento, Civilización und Barbarie, das Leben von Facundo Quiroga. Also diese Texte sind alle konstituierend für das Selbstverständnis, was die Argentinier heute von ihrem Land haben. In Brasilien war es nicht unähnlich, da gibt es von Euclides da Cunha Krieg im Sertão, eine wahre Begebenheit, die in einem dicken Buch aufgezeichnet worden ist, im Übrigen brillant übersetzt von Bertolt Zelig. Oder später die Rassenvermischung, Gilberto Freire, Herrenhaus und Sklavenhütte, wo man eben einfach sagt, ja, die weißen Herren, dann nachts gingen sie in die Büsche und so wurde die Nation bunt. All diese Dinge lernen wir aus diesen Texten, die in der ersten Jahrhunderthälfte dann entstanden sind. In Mexiko, was wir über die mexikanische Revolution wissen, haben wir auch den Autoren zu verdanken, Mariano Azuela oder Martin Luis Guzmán, das sind Texte, die man heute vielleicht weniger als literarische Texte liest, obwohl sie durchaus ihre eigene Qualifikation haben, sondern doch eher als Zeugnisse über das, was damals in der Revolution passiert ist. Und Juan Rulfo, und damit kommen wir dann schon zum Boom, hat in Pedro Páramo natürlich unter anderem die Cristero-Kriege, die nach der mexikanischen Revolution, also sich in den 20er Jahren, Anfang der 30er Jahren ereignet haben in Jalisco, von 26 bis 29 ganz konkret, die hat er natürlich in Pedro Páramo eingebracht. Und deshalb ist die Lektüre von diesen Büchern ja auch so spannend, weil wir jetzt beim Boom an die großen literarischen Texte kommen und gleichzeitig eben so viel über die Länder und ihre Gesellschaften erfahren. Das Buch von García Márquez, 100 Jahre Einsamkeit, ist natürlich da ein Paradebeispiel dafür. 100 Jahre Einsamkeit sind 100 Jahre der Geschichte Kolumbiens, wo immer die einen und die anderen Parteien das Gleiche gemacht haben, nur jeweils sich um die Macht gekämpft haben, um dann ihre eigenen Interessen durchzubringen. Oder der berühmte Bananenaufstand in Aracataca, also in Macondo. Alles das ist ja, man liest es und denkt, es kann gar nicht sein. Und dann stellt man fest, es ist wirklich, es hat alles stattgefunden. Als ich
damals meine Doktorarbeit so nach dem Motto zwei rechts, zwei links selber gestrickt habe, eine fallen lassen oder auch drei fallen lassen. Da war das für mich eine große Entdeckung, weil ich natürlich nichts über die Geschichte von Kolumbien wusste. Und auf einmal stellt man fest, dass so viel, was magischer Realismus dann ist, eigentlich Realität ist. Im Übrigen auch der gelbe Regen, der gelbe Schmetterlingsregen, dann kann man in den Tropen in Macondo, also Aracataca, oben an der Küste durchaus mal erleben. Nur wie Garcia Marquez das dann alles in ein Werk hineingebracht hat, was so spannend ist, dass man es eben nie aus der Hand legen kann und so wunderbar fasziniert es liest, weil es eben große Literatur ist. Aber gleichzeitig gibt auch dieses Buch Auskunft über das, was in Kolumbien passiert ist, während 100 Jahren. Alejo Carpentier, alle seine Romane sind eigentlich Beschreibungen von dem, was er erlebt hat. Also das erste Buch, Das Reich von dieser Welt, wo er das Vorwort ja geschrieben hat über die wunderbare Wirklichkeit, hat er an Haiti aufgehängt und gesagt, ja, die Personen, die hier herumgeistern in der Überlieferung, die hat es ja alles gegeben. Und so bringt er uns auf die Geschichte von Haiti. Oder in dem Buch El Siglo de las Luces, deutsch unter dem dummen Titel Explosion in der Kathedrale publiziert. Das war vor meiner Zeit, den Titel konnte ich nicht ändern. Das ist natürlich, dass die ganze eigentlich europäische Geschichte im 18. Jahrhundert unter anderem durch Piratenkriege in der Karibik entschieden wurde. Wer kaperte die besten Schiffe und wohin kam dann hinterher das Gold? Ja? All das bringt er in einen Roman, der wiederum ganz großartige Literatur ist und von dem wir eigentlich nichts gewusst haben. Also ich jedenfalls wusste nicht, dass die Geschichte der Vormacht zwischen Frankreich und England in der Karibik durch Freibeuter und Piraten entschieden worden ist. Also das war mir völlig neu. Und so ist diese Literatur von Lateinamerika einfach immer ein Ereignis, ein Erlebnis, weil es permanent Horizonterweiterung gibt. Die Harfe und der Schatten von Carpentier ist das Kolumbus-Buch, auch sehr schön. Und so kann man eigentlich bei all diesen Autoren das weiterverfolgen. Ich möchte hier noch erwähnen Thomas Eloy Martinez, der hat ein Buch geschrieben, einen Roman geschrieben, La Novella de Perón, das spricht ja schon Bände, weil zwei Sachen zusammenkommen. Also Perón, wissen wir alle, wer er ist, obwohl wir nicht wissen, wie verrückt er war, aber das erfahren wir in dem Buch. Und La Novella de Perón, das Schicksal von ihm oder das Leben von ihm ist so absurd, dass es eigentlich nur ein Roman sein kann. Aber es ist die Wirklichkeit. Also er macht diesen Spagat, den er auch in Santa Evita dann macht. Da ist es noch deutlicher. Also er ist eine Mischung von Romancier und Chronist. Er kommt ja auch von der journalistischen Rechercheseite her und verbindet das dann. Also er ist der erste Journalist, vielleicht der dann ganz klar zum Romancier geworden ist, aber beides kommt in seine Literatur hinein. Ein anderes Beispiel, Cortázar, mein Lieblingsautor, sage ich sofort, jeder, der die Kurzgeschichten liest, ob es nun Autobahn des Südens ist, wenn er in einem Stau ist oder wenn er einen Rollkragenpullover anzieht und stecken bleibt oder wenn er wenn er eine Treppe runtergeht und auf einmal fällt ihm ein Himmels Willen, da gibt es doch diese Anweisung, wie man eine Treppe runtergehen kann. Also diese Alltagsgeschichten, die er ins Fantastische überhöht, sozusagen eine Fantastik um 12 Uhr mittags daraus macht, die kann ich wirklich nur allen empfehlen. Also wenn Sie sich Lesefreuden pur genehmigen wollen, es sind kurze Texte, die Erzählungen, sie sind einfach herausragend. Aber auch er hat ein Buch geschrieben, ein Roman, das heißt Album für Manuel. Und da hat er Zeitungsausschnitte integriert, die die Diktatur in Chile und Argentinien damals in den 70er Jahren für den Leser vor Augen rücken. Also auch das ist ein Buch für die Zeitgeschichte. Dann haben wir die ganzen Diktatorenromane, wo wir alles erfahren über diese Unbilder, dieses Kreuzelend Lateinamerikas. Es fängt an mit Miguel Ángel Asturias, der Herr Präsident in den 60er Jahren,
50er Jahren. Dann kommt gar nicht, später Gabriel García Márquez, der General in seinem Labyrinth. Das ist ein fiktiver Diktator, aber der sehr deutliche Züge von dem venezolanischen Diktator trägt. Oder Augusto Rojas Bastos, Ich der Allmächtige, die Diktatur von De Francia in Paraguay. Alejo Carpentier, Die Methode der Macht, blendend übersetzt von Elke Wehr, ist eben auch eine Überhöhung eines Diktators. Der hat auch wieder Züge von verschiedenen, die integriert werden. Dann Mario Vargas Llosa, Das Fest des Ziegenbocks. Das ist die Diktatur natürlich von Trujillo in Santo Domingo. Und alle diese Bücher, wie gesagt, sind sehr aufschlussreich über das, was eigentlich die Geschichte Lateinamerikas doch über fast anderthalb Jahrhunderte charakterisiert hat. In fast allen Ländern gab es Diktaturen. Und das haben die Autoren aufgearbeitet, und deshalb sind die Leser Lateinamerikas ihnen natürlich so dankbar, weil sie sagen, endlich werden wir nicht belogen. Hier in diesen Büchern, alles Romane, steht drin, wie es wirklich war. Und jetzt möchte ich auf einen Roman aufmerksam machen, damit wir auch in die Gegenwart kommen. Das ist der junge Antonio Ungar, ein Kolumbianer, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Drei weiße Särge. Und das ist natürlich praktisch der Diktatorenroman, der auf den Kopf gestellt wird. Also da ist so viel Satire und so viel Bösartigkeit in der Beschreibung dieser nicht mehr Diktaturen als solchen, sondern legitim gewählten Präsidenten, in diesem Fall von Kolumbien, drin, dass er natürlich dieses Buch auch gar nicht, dass er, also jeder kolumbianische Leser sieht sofort seine Politiker drin, und es ist auch eine Fortschreibung von 100 Jahre Einsamkeit, weil es immer noch so ist, dass die beiden Parteien eigentlich nur an einem interessiert sind, nämlich an den Gründen für sich selber. Und wer an der Regierung ist, ist eigentlich völlig egal. Das entlarvt er vorzüglich. Aber er macht es auf eine andere Art. Und ich zitiere hier aus einer Rezension: Schluss mit dem magischen Realismus. In dem Auto dieses Romans, den Sebastian Schöpp als beißende Polizisatire wie auch als flotten, sprachlich originellen Unterhaltungsroman mit Schelmenappeal empfehlen kann, erkennt der Rezensent ein jener lateinamerikanischen Autoren, die die Hermetik eines García Márquez oder Vargas Llosa mit Bildern von durchglobalisierten, dynamischen, lauten, schmutzigen und gewalttätigen Schwellenländerstädten aufbrechen und hinter sich lassen. Bei Antonio Ungar und seiner Beschreibung einer Diktatur in seiner als Miranda wenig verklausulierten Heimat Kolumbien fühlt sich Schopp durchaus gut aufgehoben, aller Brutalität und Unentrinnbarkeit dieser Dystopie zum Trotz. Also das ist jetzt etwas, was die jungen Autoren machen, und in der Anthologie, die Sie erwähnt haben, Schiffe aus Feuer, habe ich eben viele von diesen jungen Texten versammelt, weil das ist der Abschied jetzt vom magischen Realismus. Die wollen damit nichts mehr zu tun haben. Aber Julio Cortázar war auch nie ein magischer Realist. Das war, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, ein fantastischer Autor, wo die Fantastik um 12 Uhr mittags und nicht um 12 Uhr nachts stattfindet. Ja, dann haben wir noch den Drogenroman. Wir haben den Politthriller von Santiago Roncagliolo, Roter April, der auf Vargas Llosa, Tod in den Anden, also eine wahre Begebenheit zurückzuführen ist, wo die ganzen Journalisten dort irgendwo, also eine Journalisten-Enquete, ein Massaker aufgeklärt hat, was von der Regierung geleugnet worden ist und was diese beiden Autoren dann beschreiben. In Argentinien haben sie die Vergangenheitsbewältigung, das war sehr deutlich, als der Schwerpunkt Argentinien 2010 stattfand. Also es gab 70 Novitäten, und damals das gesamte Feuilleton war überrascht, wie intensiv sich die Autoren, die jungen Autoren, jetzt mit dieser Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Und das hat großen, großen Eindruck gemacht. Es ist natürlich so, dass man im heutigen Literaturbetrieb leider nur noch punktuell irgendetwas erfährt. 2010 war das eben konkret Argentinien, 2013 war es jetzt konkret Brasilien, wo wiederum
etwa 70 Bücher publiziert worden. Das triste Ende nur ist immer, dass danach verraucht das Interesse, alles geht wieder irgendwie zurück. Und dann heißt es, ach ja, Argentinien, das hatten wir doch schon. Eigentlich braucht man da nichts mehr. Also seit 2010 sind insgesamt 5 weitere Titel aus Argentinien publiziert worden. Nicht mehr. Von allen deutschen Verlagen. Und das ist eben jetzt die schwierige Situation, in der sich die Lateinamerikanistik heute befindet. Lateinamerika als Kontinent steht ein bisschen im Abseits. Die Feuilletons sagen, kennen wir doch alles, ist alles magischer Realismus. Das stimmt überhaupt nicht mehr. Die jungen Autoren schreiben ganz anders. Sie haben neue Stile, sie haben neue Themen, sie haben andere Anliegen. Und all das ist sehr schwierig in Deutschland jetzt zu vermitteln. Und deshalb, weil Sie eine aktive Gruppe sind, habe ich gleich einen Vorschlag mitgebracht für Sie, wie man dem Ganzen ein bisschen nachhelfen kann. Also es ist so, dass man sich in den Verlagen durchaus jetzt Gedanken macht, was passiert in den Netzwerken, in den sozialen Netzwerken und wie ist das überhaupt alles, wie passiert das jetzt da alles? Also wir schauen zum Beispiel Bewertungen in Amazon. Wir kaufen natürlich nicht in Amazon. Amazon ist gut, um sich zu informieren und dann bestellt man das Buch per Telefon beim Buchhändler und holt es sich am nächsten Tag bequem ab. Wunderbar. Aber zum Informieren ist Amazon natürlich gut und vor allen Dingen soll man die bombardieren mit ordentlichen Rezensionen. Denn was da teilweise publiziert wird, ist schon ein bisschen dürftig. Ich habe da mal so ein paar Sachen hier rausgeholt. Also Santiago Roncagliolo, Roter April, ein junger Autor, ich beziehe mich jetzt hier ganz konkret auf die jungen Autoren, der hat 4 oder 5 Sterne, man ist schon ganz gut, und 5 Kundenrezensionen. Und hier heißt es, was wie ein Kriminalroman beginnt, entpuppt sich als Beschreibung des Terrors in den Anden zwischen 1985 und 2000. Ein Staatsanwalt, der seit kurzer Zeit in Ayacucho lebt, wird beauftragt, einen brutalen Mord aufzuklären. Er glaubt an Recht und Ordnung, lässt sich durch die Machenschaften des Militärs nicht abschrecken. Doch leider wird er eines Besseren belehrt und muss feststellen, dass die wahre Macht nichts mit seinem Rechtsverständnis zu tun hat. Den Rest dieser Kurzrezension spare ich mir. Also Sie sehen, das sind Rezensionen, die können Sie alle viel, viel besser schreiben. Das würde uns allen viel, viel mehr gefallen. Und Sie wären aktiv dabei, etwas für Lateinamerika zu tun. Tomás Eloy Martínez, Purgatorio, der große Roman von Tomás Eloy Martínez, bevor er starb, hat auch so zwischen 4 und 5 Sternen, kriegt aber nur 3 Rezensionen. Man merkt, es wird immer alles ein bisschen weniger. Und wird gelobt und so weiter. Jetzt geht es weiter. Ein Drogenroman von Yuri Herrera, den wir bei Fischer publiziert haben, Abgesang des Königs. Meiner Meinung nach ist Yuri Herrera so gut, dass er der Nachfolger von Rulfo sein kann. Und ich weiß, was ich sage. Der heißt Trabajos del Reino, hat 4 Sterne gekriegt und nur noch 1 Kundenrezension. Es wird immer alles weniger. Und hier steht es dann irgendwie, ja, also ist auch sehr simpel. Lobo ist ein mexikanischer Sänger und Komponist, der in Armut lebt. Er ist davon abhängig, dass anderen seine Lieder gefallen und sie ihm Geld dafür geben, dass er sie ihnen vorträgt. El Rey, ein reicher, mächtiger Bogenboss, nimmt Lobo bei sich als Hofkünstler auf. Und Lobo schmeichelt ihm und seinen Leuten mit seinen Liedern, bis der Stern des Reis zu sinken beginnt. Also auch da erspare ich mir den Rest. Ich möchte Sie wirklich ganz intensiv aufhalten. Nutzen Sie die Netzwerke, machen Sie Facebook, Twitter, Amazon-Rezensionen. Zum Beispiel Antonio Ungar, ja, der kriegt jetzt schon gar keine Amazon-Rezension mehr und auch keinen Stern. Das ist ganz furchtbar. Und deshalb denke ich, dass man kann Bücher.de konsultieren, man kann die Literaturkritik.de, das ist alles im Netz abrufbar, kostenlos, da kann man auch mitmachen. Und ich glaube, diese Sachen sind sehr, sehr wichtig und Sie beherrschen das alles. Für mich ist das sehr viel schwerer und ein Button mit gefällt mir mag ich sowieso nicht benutzen, aber ich sehe die Notwendigkeit ein, dass man das einfach nutzt und der ganzen Geschichte einen Kick gibt und sagt, das ist was anderes und was Neues.
Und dann habe ich gerade gefunden, dass in Spanien ein neues Bücherforum gegründet worden ist im Netz. Das heißt Lectio, L-E-C-T-Y-O. Das ist gerade gegründet. Ich habe es in El País vor wenigen Tagen gefunden, wo man auch versuchen will, eben dem Buch wieder einen Wert in der Diskussion und im Alltag zu verschaffen. Und ich denke, darauf kommt es an, denn diese Autoren sind großartig, sie haben weltweiten Erfolg gehabt. Die jungen Autoren müssen jetzt strampeln, obwohl sie wunderbare Texte schreiben. Sie haben es sehr, sehr schwer. Und ich denke, wir könnten ihnen das Leben ein bisschen erleichtern, indem wir die wenigen Bücher, die jetzt in Deutschland publiziert werden können, einfach zur Kenntnis nehmen und uns aktiv in die Debatte einmischen. Das ist mein Wunsch. Und wenn Sie hinterher Fragen haben, jederzeit. Ich hoffe, ich bin in der Zeit geblieben. Vielen Dank, Herr Dr. Stausfeld. Ich werde jetzt den nächsten Redner, Herrn Professor Gerhard Poppenberg, kurz vorstellen. Professor Poppenberg hat nach Studium, Promotion und Habilitation an der Freien Universität in Berlin seit 2002 die Professur für romanische Literatur an der Universität Heidelberg inne. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter vielen anderen Theater Spaniens und Frankreichs, der spanische Konzeptismus, die französische Lyrik des 19. Jahrhunderts sowie der lateinamerikanische Roman des 20. Jahrhunderts. Zudem sind Forschungsschwerpunkte die Grenzgänge zwischen Philosophie und Literatur und zwischen Psychoanalyse und Literatur. Von den zahlreichen Publikationen seien nur an die zuletzt, an die einigen der letzten verwiesen, beispielsweise Psiquis y Alegoría, Estudios del Auto Sacramental desde sus comienzos hasta Calderón, in Pamplona 2009 publiziert. Und ein Band, das noch in Vorbereitung ist, mit dem Titel Die Antonomie des Gesetzes, der Ores, Mythos in der Antike und der Moderne, der in Mattes und Seitz, im Verlag Mattes und Seitz, dieses Jahr wohl noch erscheinen. Herr Professor Poppenberg ist unter anderem auch der Herausgeber der gesammelten Werke von Juan Carlos Onetti im Zurkamp Verlag, wovon drei Bände schon erschienen sind und auch ebenso Übersetzer von Maurice Blanchot, Juan Benet und José de Samalí. Ja, danke. Ich wurde hier aufgefordert, über sozusagen die literarischen Aspekte des Booms zu sprechen. Boom ist ja eigentlich eine Kategorie nicht der Literatur, das wird bei Studenten immer gerne durcheinander gebracht. Es ist ja eine Kategorie der Ökonomie. Das geht ja, der Boom bezeichnet ja nicht literarische Qualitäten der Texte, sondern einfach nur die Tatsache, dass sie sich gut verkauft haben. Und das ist aber ein wichtiger Aspekt einer bestimmten Zeit der lateinamerikanischen Literatur. Und wir haben jetzt gerade gehört, heute verkaufen sie sich nicht mehr. Das liegt aber wohl die jungen Autoren, ja. Aber auch die älteren wohl nicht mehr, wie ich mich habe informieren lassen. Also wenn man im Sorkamp Verlag, wo das meiste ja erschienen ist, sich anschaut, was heute noch lieferbar ist, dann kann man auch die Tränen in die Augen bekommen. Tote vermarkten sich nicht mehr, die können nicht mehr auf Talkshows. Das ist offenbar. Und also viele der großen Romane, von denen wir hier immer noch so tun, als wären sie Allgemeinwissen, sind heute gar nicht mehr lesbar, weil sie nicht mehr lieferbar sind. Das ist einfach auch ein Faktum, was zur Literaturpolitik gehört. Aber ich soll ja über Literatur nicht politisch, sondern literarisch reden und will versuchen, kurz die Autoren der Boomphase der lateinamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts unter ein paar Kategorien zu bringen, in dem vollen Bewusstsein, dass solche Kategorien immer eingrenzen und eigentlich immer nur was Falsches sagen können. Aber sie helfen trotzdem, ein bisschen Überblick zu bekommen. Und Frau Strausfeld hat eben gesagt, als Carpentier sich über die Geschichte seines Kontinentes informieren wollte, musste er spanische, also in Spanien erschienene Geschichten lesen. Und so war es auch mit der Literaturgeschichte. Also bis in die 50er Jahre hinein
ist lateinamerikanische Literaturgeschichte ein Anhängsel von spanischen Literaturgeschichten. Es wird auf den, wenn eine 500-seitige spanische Literaturgeschichte Lateinamerika überhaupt erwähnt, dann sind das die letzten 25 Seiten, wo dann so ein kurzer Überblick gegeben wird. Und das ändert sich ab den 60er Jahren ganz flagrant, und das ist genau die Phase, oder 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ganz flagrant, und das ist eben die Phase, in der die Literatur Lateinamerikas selber weltweit bekannt wird. Und die zurzeit im Entstehen begriffene argentinische Literaturgeschichte ist auf 12 Bände geplant. Das sind 12 Bände, a 500, 600 Seiten. Also das macht ungefähr die Differenz deutlich und den Entwicklungsschub, der da stattgefunden hat. Wenn innerhalb von 65 Jahren die Literaturgeschichte eines Kontinents 25 Seiten betrug und heute die eines Landes 12 mal 500 Seiten beträgt. Also da ist eine ganz andere Differenziertheit der Wahrnehmung vorhanden. Und deshalb ist es auch schwierig, in solch eine große Menge von Informationen irgendwelche Ordnungskriterien einzubringen. Ich habe mir drei große Gruppen überlegt, in die man die Boom-Literatur einteilen könnte. Und da fällt natürlich eine ganze Menge über den Tischrand, aber die dort an die Tafel projiziert sind, sind großen Teils damit erfassbar. Und sonst gibt es eben immer die Kategorie der Autoren, die in keine Kategorie passen, und damit ist man dann ganz gut gerettet. Die erste Kategorie wäre die der fantastischen Literatur. Die ist vor allem zu finden im Süden des Subkontinents, in Cono Sur und da vor allem in Argentinien und in Uruguay. Das sind Autoren wie Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvino Ocampo oder Julio Cortázar, die in diesem Feld anzusiedeln sind. Bei Leopoldo Lugones ist das zunächst scheinbar, könnte man sagen, und das ist auch noch nicht die Boom-Literatur, sondern das ist sozusagen die Phase vor dem Boom, dass die fantastischen Erzählungen von Leopoldo Lugones sind eher traditionell geschrieben im Geist der Fantastik des 19. Jahrhunderts. Und dann aber bei Borges, Bioy Casares, wird das zunehmend spekulativer, metaphysischer, die Form der Fantastik, die da entwickelt wird. Also man findet dort bei Borges Spekulationen über Raum und Zeit, der Jardín de los Senderos que se bifurcan, da wird es ganz und gar geht es ins metaphysisch Spekulative über. Oder wissenschaftliche Fantasien bei Bioy Casares, La Invención de Morel, wo ein dreidimensionales virtuelles Bild, ein Bildpark angelegt, beschrieben wird. Und das hat man lange Zeit für Fantastik gehalten. Jetzt hat es vor einigen Jahren in Konstanz eine junge Wissenschaftlerin gegeben, Kirsten Malke. Wir hatten das Glück, sie hier drei Semester lang sozusagen als Übergang beheimaten zu dürfen, dann hat sie uns schon wieder verlassen. Kirsten Malke hat eine Studie angeschrieben, das ihre Habilitschrift gewesen ist, in der sie zeigt, dass wenn man diese fantastische Literatur liest und dabei Kenntnisse der modernen Physik hat, und das heißt der Relativitätstheorie, der Quantenphysik, dann ist das auf einmal gar nicht mehr fantastisch, sondern dann ist das Realismus. Die beschreiben in diesen Texten Phänomene, die durch die neuere Physik, eben der Relativitätstheorie und der Quantenphysik, abgesichert sind. Das ist gewissermaßen eine Form von Neorealismus, was wir dummen und nicht physikalisch nicht gebildeten Menschen für Fantastik halten. Und das Ganze ist dadurch in Argentinien entstanden, dass Leopoldo Lugones ein guter Physiker und Mathematiker war und dass der schon um 1920 eine populäre Darstellung der neuen Physik geschrieben hat, die dann in Argentinien Schule gemacht hat und auf deren Grundlagen die Autoren dann weiterschreiben. Das wäre eine mögliche Lesart dieser neofantastischen oder fantastischen Literatur in dem Cono Sur. Eine andere mögliche Lesart wäre, dass man sie als eine poetologische Literatur versteht, als eine Selbstreflexion der Literatur über ihre eigene Verfasstheit. Dann beschreibt die fantastische Literatur gewissermaßen den Einbruch von etwas, was zunächst
aus einer anderen Dimension kommt in die für normal gehaltene Wirklichkeit und ist so eine Reflexion darüber, was im Umgang mit fiktionalen Texten allgemein nämlich passiert. Wenn wir uns mit einem fiktionalen Text beschäftigen, dann gerät auf dem Wege des Lesens in unseren Kopf plötzlich etwas, was es in der wirklichen Welt gar nicht gibt, nämlich etwas vollkommen Fantastisches, etwas, was von der Fantasie erdacht worden ist. Und in diesem Sinne könnte die fantastische Literatur verstehbar sein als eine Reflexion darüber, was allgemein im Prozess des Lesens und der Auseinandersetzung mit fiktionalen Welten geschieht, nämlich der Einbruch des anderen ins Reale. Das alles könnte man verstehen als eine Fortsetzung des Erbes von Cervantes im 20. Jahrhundert. Cervantes hat ja selber schon im Don Quixote mit solchen Gedanken experimentiert und die Argentinier und Uruguayer wären in diesem Sinne dann Erben von Cervantes im 20. Jahrhundert. Und die Frage wäre dann, wie modern ist das, was dort passiert? Also wie neu ist das? Oder man kann immer sagen, gibt es alles schon bei Cervantes. Und man hat nicht ganz Unrecht, aber man hat vermutlich doch auch ein bisschen Unrecht, weil das natürlich nicht auf Cervantes zu reduzieren ist. Die zweite Gruppe, die man hier betrachten könnte, wäre der schon erwähnte magische Realismus, der was anderes ist als die fantastische Literatur. Hier sind auch die Autoren, Frau Strauss-Wirth hat sie schon genannt, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez und wir wollen auch Isabel Allende nicht vergessen. Der magische Realismus ist eine Idee oder eine Ideologie, so könnte man sagen, die in den 40er Jahren in Lateinamerika aufkommt, es ist ein Versuch, dem Kontinent eine kulturelle Eigenständigkeit zu geben und Lateinamerika als eine eigenständige Kultur zu begründen. Das ist eine sehr schematische Beschreibung, aber ein bisschen davon stimmt, glaube ich, schon. Es ist ein Versuch, der Wirklichkeit ein Konzept zu geben und dabei von den eigenen Gegebenheiten auszugehen. Und diese eigenen Gegebenheiten sind in Südamerika ganz entschieden das Zusammenleben, die Mischung oder das Nebeneinanderleben von indigener Bevölkerung und kreolischer Bevölkerung. Das ist ein ganz wichtiges strukturelles Merkmal und das scheint mir, wird im magischen Realismus als die Konstellation von Magie und Realität zur Darstellung gebracht. Also das wäre dann die Konstellation des indigenen Erbes mit dem europäischen Erbe. Es geht dabei um die Art und Weise, wie diese beiden Momente, das Magische und das Reale, miteinander verbunden sind. Das kann man als eine Parallelkonstellation sehen, das kann man auch als eine Hybridisierung sehen. Das Realismo Magico ist ja in der Tat, also wenn man das sprachwissenschaftlich analysiert, ist ein Substantiv mit einem Adjektiv. Da wird also einem Substantiv einer Sache eine Eigenschaft zugesprochen. Die Realität selber hat magischen Charakter und die Magie hat umgekehrt dann Realitätscharakter. Auch hier könnte man, also das ist sozusagen die ideologische Seite des magischen Realismus, der Versuch, eine eigenständige kulturelle Identität zu begründen für Lateinamerika. Auch hier könnte man wiederum die poetologische Lesart versuchen und zu sagen, der magische Realismus ist auf eine ähnliche Weise verfasst wie die fantastische Literatur. Es geht um die Engführung von einer realen und einer überrealen Ebene. Und das wäre in diesem Fall die Konstellation von Welt und Überwelt als die von Realismus und Magie oder von Realität und Magie. Carpentier hat das in seinem Essay über das wunderbare Wirkliche sehr gut versucht, theoretisch zu durchdringen. Und er hat es vor allem immer in Absetzung vom europäischen Surrealismus versucht zu begründen. Der Real Maravilloso meint ja ganz konkret, die Surrealisten reden auch immer vom Merveilleux. Das ist ein ganz leitendes Konzept des Surrealismus. Und Carpentier meint, da in Europa, die reden nur davon, wir haben das. Das ist sozusagen der springende Punkt der,
der kulturellen Differenz, die er aufzumachen versucht. Es geht um eine Wirklichkeit, die angeblich in Lateinamerika begründet, oder die Wirklichkeit, es geht um etwas, was die Wirklichkeit von Lateinamerika begründet. Wie viel Ideologie darin ist, das ist eine andere Frage. Das ist eben eine kulturelle Formation, die, sagen wir, zwischen den 1940er Jahren bis in die 70er Jahre hinein am Werk gewesen ist. Und die nachfolgende Schriftstellergeneration hat das für Humbug gehalten oder hat den ideologischen Charakter deutlich gemacht und sich davon abgewendet. Auch hier wäre wieder die Frage, wie modern ist das und was kann man damit heute noch anfangen? Es wäre denkbar, dass die Autoren, die heute anfangen zu schreiben und für die García Márquez oder Juan Rulfo nicht mehr, sagen wir mal, in der Vaterposition ist und die nicht mehr Einfluss, Angst vor den großen Autoren des Boom haben müssen, dass die damit gelassener umgehen können und dass die schon wieder was von denen lernen können. Das müsste man mal genauer sehen, was bei den Autoren, die jetzt zu schreiben anfangen, wie die sich zu dieser Vorgeschichte der ihrer eigenen Gegenwart verhalten. Der dritte Komplex, den ich kurz ansprechen will, wäre dann, so würde ich es nennen, die Literatur eines Realismus oder eines Neorealismus, der in den Anden, aber auch anderswo betrieben wurde. Das wäre meinetwegen in Peru José María Arguedas oder vor allem natürlich Mario Vargas Llosa oder in Mexiko Carlos Fuentes. Ich will jetzt nicht noch mehr Namen aufzählen. Also Mario Vargas Llosa hat ein Konzept entwickelt, dass er die Novella Total nennt und was eine hochkomplexe Form von Beschreibungsrealismus und Darstellungsrealismus sein soll. Das ist in den 60er Jahren natürlich entwickelt gegen den Realismus Social, der in Spanien noch kurz zuvor praktiziert wurde und vor allem gegen den sozialistischen Realismus im ganzen Ostblock. Wird eine Art von Realismus entwickelt, die nicht ideologisch auf eine Botschaft ausgerichtet ist, sondern als eine Novella Total die Wirklichkeit auf eine hochkomplexe Weise versucht darzustellen. Und Vargas Llosa knüpft dabei ganz maßgebend und bewusst an die komplexen realistischen Autoren des 19. Jahrhunderts an. Da ist er vor allem an den Franzosen orientiert. Balzac und Flaubert ist sein großer Meister, aber auch natürlich Dickens in England oder Nathaniel Hawthorne oder Melville in den USA. Solche Formen von Darstellung sind für Vargas Llosa maßgebend geworden. Und er hat dann ausdrücklich eine Rückkehr zu Flaubert zum schriftstellerischen Programm gemacht. Ein möglicher Gesichtspunkt bei Vargas Llosa ist vielleicht auch noch seine Idee, dass er die Novella Total als einen Deicidio, wie er es nennt, konzipiert, das heißt als einen Gottesmord. Der Schriftsteller, der so einen Roman mit dem Anspruch schreibt, die Welt als Ganze darzustellen, ist insofern ein Gottesmörder, als er ja eine Gegenschöpfung in dem Roman zu Papier bringt und damit in Konkurrenz zu Gott als Schöpfer der Welt tritt. Das wäre also auch wiederum eine poetologische Lesart dieses Realismus. Der Roman schafft sozusagen eine Gegenwirklichkeit zur Wirklichkeit. Das ist für Vargas Llosa, glaube ich, das Konzept seines Schreibens, oder war es zumindest lange Zeit, heute schreibt er, glaube ich, nur noch, um Geld zu verdienen. Und es macht ja auch kaum noch Spaß, das zu lesen, was er schreibt. Also der Ziegenbock war, glaube ich, das letzte gute Buch von ihm, oder? Wie würdest du das sagen? Ja. Das war ein herausragendes Buch. Das war ein wirklich herausragendes Buch. Man kann nicht immer ein Meisterwerk schreiben. Ja. Gut, und dann sollte man vielleicht irgendwann den Mumm haben, nicht mehr zu schreiben. Aber ich will nicht denken. Dann wäre jetzt als vierte die Kategorie derer, die zu keiner Kategorie gehören. Das wären also einzelne Autoren, die man wirklich, die groß sind und die man aber sehr schwer unter einen Begriff bringen kann. Das ist zum Beispiel der schon erwähnte Juan Carlos Onetti, der irgendwo zwischen Fantastik und Realismus angesiedelt ist, der ein Einzelgänger sein Leben lang gewesen ist und der in vielem ein Vorläufer von Nachfolgendem gewesen ist, der zum Beispiel aber auch in dem Punkt sehr wirkungsmächtig geworden ist, als dass er als einer der Ersten auf sehr hohem Niveau
sich an William Faulkner und dessen Schreibtechniken orientiert hat und dieses Moment, was für William Faulkner wichtig ist, dass er auch so eine Art Gegenwirklichkeit konzipiert hat, eine in sich geschlossene Welt, die ganz und gar fiktiven Charakter hat. Das ist bei Faulkner das Joggnapatawpha County, was im Süden der USA angesiedelt ist und wo er ganze über mehrere Romane ganze Familiengeschichten erzählt. Das hat Onetti 1950 mit La Vida Breve, mit der Gründung von Santa Maria praktiziert und sozusagen von Faulkner in die lateinamerikanische Literatur überführt und hat dann in den folgenden Büchern diese Santa Maria weiterentwickelt. Das ist wird dann bei Garcia Marquez Macondo, das war bei Juan Rulfo, das Comala. Also dieses Faulkner-Modell ist sehr leitend geworden für die lateinamerikanische Literatur auch. Ein anderer, den man hier erwähnen könnte und der eine Technik des Schreibens entwickelt hat, die für Lateinamerika von großer Bedeutung ist, das ist die Technik des Essays. Octavio Paz wäre da ein Autor, der in dieser Zeit sehr maßgebende Essays schreibt und die moderne Weltkultur für Lateinamerika erschließt in seinen Essays. Also die Essays von Octavio Paz, das ist wirklich das ist ja kein Geheimtipp, sondern das ist einfach ein Tipp. Man kann daraus wirklich sehr viel lernen über die moderne Literatur und die Kultur der Moderne überhaupt. Er hat auf eine sehr intelligente Weise die Moderne verstanden und hatte die Gabe, sie wiederum in Gestalt von Essays weiterzugeben. Und vielleicht ein letzter von diesen Einzelfiguren, Solitären, der absolute Solitär ist José Lezama Lima, ein ganz und gar unklassifizierbarer Autor, der vermutlich eine Klasse für sich bildet. So würde ich sagen, wenn in 300, 400 Jahren, wenn man dann noch Literatur lesen sollte und sich für die Vergangenheit interessieren sollte, und wenn dann in den Literaturgeschichten ja ganze Jahrhunderte auf 5 bis 10 Autoren zusammenschnurren, so wird es dann ja irgendwann, verliert sich die Menge und dann werden ein paar Autoren die irgendwie aus dem Meer der mal vergangenen, in der Vergangenheit geschrieben habenden Autoren, werden dann überliefert und ich würde sagen, er ist einer von den 10 Namen, die dann für das 20. Jahrhundert übrig bleiben werden. Er war ist bis heute einer meiner Hausgötter und er war vielleicht der Grund, weshalb ich überhaupt hier sitze und mich mit dem ganzen Zeug hier beschäftige, weil ich versuche immer noch, ihn zu verstehen. Und das war sozusagen der Grund und Zweck meines intellektuellen Lebens, ist es, Lezama Lima zu verstehen. Das ist jetzt etwas groß gesprochen, aber es ist ja vielleicht ein Geständnis. Ja. Ein letzter Punkt, der nicht zur Boom-Literatur gehört, den man aber doch wenigstens kurz ansprechen sollte, das ist die Lyrik. Lyrik ist per se nicht boomverdächtig. Lyrik verkauft sich einfach nicht. Ich erinnere mich an einen Essay von Hans Magnus Enzensberger, der mal ausgerechnet hat, der ist immer ein hochironischer Intellektueller, dass jeder hat einfach offenbar Verkaufszahlen von verschiedenen Autoren und vor allem seine eigenen zugrunde gelegt und ein Durchschnittswerk errechnet. Wie viele Exemplare verkauft im Durchschnitt ein Lyrikband? Und das ist so erschreckend wenig, ich glaube, es waren unter 1000. Also das heißt, Lyrik ist per se nicht boomfähig, aber sie gilt ja traditionell als die höchste Form der Literatur überhaupt und vielleicht wird sie deshalb so wenig gelesen. Ja. Ich bin zurzeit mit einigen Kollegen dabei, eine Anthologie spanischsprachiger Lyrik zu erarbeiten. Die wird im Beck Verlag in München erscheinen und die wird 4 Bände umfassen. Und es gab schon Vorläufer dazu, eine französische Anthologie und eine englische Anthologie. Und die Anglisten haben 3 Bände England und 1 Band USA gemacht. Und so hatten wir das zunächst auch geplant, 3 Bände Spanien, einen Band Lateinamerika. Und nun hat sich ergeben, dass in den Diskussionen der Gruppe wir doch zu dem Ergebnis gekommen sind, dass
die lateinamerikanische Literatur, Lyrik im 20. Jahrhundert unendlich viel stärker ist als die spanische Lyrik. Das ist also jetzt einfach nur sozusagen wieder ein Symptom, um die lateinamerikanische Lyrik ein bisschen zu charakterisieren. Und deshalb haben wir beschlossen, die Band 3 und Band 4 dieser Lyrik-Anthologie nicht dem einen Spanien, den anderen Spanien 20. Jahrhundert, Lateinamerika 20. Jahrhundert zu widmen, sondern die sozusagen wie einen Reißverschluss parallel zu führen und dabei zunehmend den lateinamerikanischen Lyrikern mehr Raum zu geben, sodass dann der Leser dieser Anthologie sieht, die Lateinamerikaner werden immer besser im Laufe des 20. Jahrhunderts. Und das scheint mir auch der Fall zu sein. Also das hat ein Fundament in der Sache. Lyriker wie César Vallejo oder Pablo Neruda oder eben Octavio Paz oder Lezama Lima sind wirklich Lyriker von einer solchen Kraft und einer solchen Stärke, dass dem in Spanien wenig entgegensetzt ist. Also das wäre ein weiterer Punkt, der zeigt, dass die lateinamerikanische Literatur im 20. Jahrhundert doch nicht nur ein Verkaufsphänomen gewesen ist, sondern dass dieses Verkaufsphänomen einen Grund hat in der, sagen wir mal, literarischen Qualität, was immer das sein mag, dieser Autoren. Das vielleicht erstmal von meiner Seite. Und nun möchte ich Herrn Professor Robert Folger kurz vorstellen. Professor Folger hat in mittelalterlicher und neuer Geschichte in Rostock promoviert. Er hat auch ein PhD in spanischer Literatur an der University of Wisconsin in Madison und seine Habilitation in jüdischen Literaturen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er war von 2008 bis 2013 Lehrstuhlinhaber für spanische Literatur und Kultur an der Universität in Utrecht in den Niederlanden. Und seit diesem Wintersemester ist er Lehrstuhlinhaber für romanische Literaturwissenschaft an der Universität Heidelberg. Seine Forschungsschwerpunkte sind iberische mittelalterliche Literatur und Geschichtsschreibung sowie die frühneuzeitliche Literatur Spaniens und die Narrative Lateinamerikas vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Andere Forschungsschwerpunkte sind das Schreiben des Selbst sowie Literatur und Bürokratie. Einige der aktuellsten Publikationen, seiner zahlreichen Publikationen sind zuletzt Writing as Poaching, Interpolation and Self-Fashion in Colonial Relaciones de Méritos y Servicios. Und auch das Handbuch Spanisch, was 2011 erschienen ist. Es ist auch ein Buch für Studenten über Sprachliteratur und Kultur, denke ich auch ein guter Band, Handbuch Spanisch. Und aktuell ein aktuelles Projekt zur Dekadenz und Identität in der iberischen, Literatur von der Kolonialzeit bis zum 20. Jahrhundert. Danke. Ja, vielen Dank. Also auch wenn es so aussehen wird, also Fernando erhält keine Provision, also für das Handbuch Spanisch. Dann auch noch, also weil ja Frau Stausfeld das auch angesprochen hat, also ich habe ja gesagt, du sollst es kurz halten möglichst, dann hast du die Kolonialepoche unterschlagen und das ist, was wir schon angesprochen hatten, also das ist auch etwas, was mich sehr interessiert und was ich auch denke, wirklich auch für das Verständnis der lateinamerikanischen Literatur wirklich wesentlich ist. Nachdem Herr Poppenberger schon gesagt hat, warum er hier sitzt, da glaube ich, muss ich auch noch kurz erläutern, warum ich hier sitze, und das wird wahrscheinlich die Form einer etwas gebundenen Captatio Benevolentia nehmen, die wahrscheinlich auch nötig ist. Ricardo Cosiano hat mich gefragt, also ob ich interessiert wäre, wenn Frau Stausfeld hierher kommt. Denke ich mir, ja, natürlich bin ich hier interessiert. Und dann kam etwas später kam dann die Anfrage, ob ich nicht einen Titel durchgeben würde. Und erst zu diesem Zeitpunkt habe ich verstanden, dass ich hier auch was wirklich beitragen sollte. Und dann habe ich auch einen Titel durchgegeben, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Aber es ging in die Richtung, ich sollte was über die sozialgeschichtliche Einbettung des Booms reden. Ich habe das jetzt so ein bisschen modifiziert und werde mich auch auf den, ja, wenn schon um Texte und irgendeine Art von Wirklichkeit geht, denke ich, muss man auch das Konzept der Ideologie mit reinbringen. Und das werde ich jetzt versuchen. Und ja, das darf nicht allzu lange dauern, also ich kann Sie beruhigen.
Literaturgeschichten können bisweilen den Charakter von Telefonbüchern annehmen. Dann nämlich, wenn sie lediglich die durch die Forschung oder die Tradition kanonisierte Texte aufnehmen und die alphabetische Ordnung durch eine chronologische ersetzen und nach Gattungen anordnen. Literaturgeschichte kann auch die Gestalt einer Geschichte als Erzählung annehmen. Dann wird diese Geschichte der Literatur zumeist nicht nur als eine innerliterarische gesehen, also eine, die kausale Beziehungen, Spannungsbögen, Entwicklungen, Höhepunkte darstellt, die sich aus den literarischen Formen und Systemen selbst ergeben, sondern auch als eine Geschichte, die in Beziehung steht mit der wirklichen Welt. Literaturgeschichte korreliert dann mit der Geschichte der Gesellschaft, sei es als Reflex oder Kontext. Nicht umsonst ist der Ursprung der Literaturgeschichte als Geschichte der Nationalliteraturen selbst Ausdruck und Mittel des Nation-Building des 19. Jahrhunderts. Nationalliteraturen und Geschichten der Nationalliteraturen waren instrumentell für die nationale Selbstvergewisserung. In der praktischen Ausformung der Literaturgeschichte, also wenn Sie sich so etwas wirklich mal zur Hand nehmen, was ich nur empfehlen kann, finden wir natürlich weder das Modell Telefonbuch noch das Modell Narration in Reimform, sondern vielmehr wird Literaturgeschichte als Hybrid geschrieben. Stärker noch vielleicht als in anderen Kulturen wird die Geschichte der Literatur in Lateinamerika mit der Geschichte der Nation und der nationalen Kulturen verbunden. Dabei ist diese Geschichte in der Hinsicht überdeterminiert, dass sowohl das Nationale und die nationale Identität eines Staatswesens gemeint ist, als auch Lateinamerika als transnationales Konstrukt mit quasi-nationalen Eigenschaften. Dieses Konstrukt Lateinamerika wird gegenüber Europa und seinen Literaturen und auch gegen den großen Bruder im Norden abgegrenzt. In der Geschichte der lateinamerikanischen Literatur, vor dem Hintergrund der Geschichte der lateinamerikanischen Identität, ist nun der Boom der 1960er Jahre nicht einfach eine Episode, sondern zugleich Höhepunkt und Zenit. Und Sie wissen ja, vom Zenit kann es nur noch abwärts gehen. Der wiederum in Verbindung mit den sozialen und politischen Entwicklungen gesehen werden kann. Die Narrativik Lateinamerikas nach der Unabhängigkeit von Spanien wird oft in Verbindung gebracht mit der soziopolitischen Situation der neu entstandenen Staaten. Der Roman der Zeit war Vehikel nationaler Selbstfindung, sollte das Imaginarium bereitstellen, in dem die Bürger das Vaterland und sich selbst als Mitglieder einer Volksgemeinschaft erkennen konnten. Das sind natürlich die mittlerweile berühmten Foundational Fictions. Nach der Konsolidierung der Staaten und dem Triumph des Liberalismus, also vor allen Dingen des ökonomischen Liberalismus, hatte die von der Romantik inspirierte Ursprungssuche ihre Aufgabe getan. Es ging nun darum, eine Bestandsaufnahme zu leisten, sich im Gehäuse der Nation einzurichten, die sozialen Probleme zu lösen. Die Romanciers der Zeit griffen den europäischen, vor allem französisch natürlich, Realismus auf, der mit dem experimentellen Roman ein Analyseinstrument für soziale Verwerfungen zur Verfügung stellte. Angesichts der sozialen Stagnation, der Etablierung von sozialen und ökonomischen Eliten unter wechselnden politischen Vorzeichen, blieb der Realismus oft in sozialkritischer Ausprägung der vorherrschende Modus der Romanproduktion, ungeachtet dieser Linien, die wir soeben gesehen haben. Noch in den 1960er Jahren beklagte Alejo Carpentier in seinem Aufsatz Problematica della Novella Latinoamericana Actual, dass der lateinamerikanische Roman den Modellen des 19. Jahrhunderts verhaftet sei. Also was da an Ideologie natürlich wieder mitspielt, ist eine andere Frage. Und er fordert eine neue Novellistik. Damit meint er, dass eine breitere literarische Bewegung nötig ist, die den zeitgenössischen Kontexten Lateinamerikas gerecht wird.
Und er spricht da von sozialen, politischen, kulturellen, kulinarischen Kontexten von der barocken Stadt, Lichtverhältnisse, also alles muss neu werden. Zu diesem Zeitpunkt hat die lateinamerikanische Novellistik aber bereits einen Quantensprung gemacht, der mit dem Etikett Boom versehen wurde. Es entstanden Romane, die sich vom realistischen Paradigma abwandten und das formale Experiment mit metaliterarischer Reflexivität verbanden. Für den Boom als sozioökonomisches Phänomen war die Strategie europäischer Verlagshäuser wesentlich. Wurde ja bereits erwähnt, der Boom ist ja eigentlich ein ökonomisches Phänomen. Diese Strategie aber hatte zur Voraussetzung, dass Lateinamerika in den 1960er Jahren weltweit in den Fokus gerückt war. Und dieses neue Interesse war wesentlich mit der kubanischen Revolution verbunden und der Hoffnung oder Befürchtung natürlich, je nach politischem Standpunkt, dass dies der Auftakt für eine echte sozialrevolutionäre Bewegung in Amerika werden sollte. Das Ende des Booms ist schwierig zeitlich festzulegen. Als einen außerliterarischen Einschnitt könnte man den Putsch gegen Salvador Allende in Chile nehmen, mit dem die Hoffnung auf eine Ausbreitung der Revolution zerbrach und in eine Welle von Diktaturen einmündete, die nicht wie frühere autoritäre Regime einen Status quo zu erhalten versuchten, sondern die Gesellschaften im Sinn neoliberaler Ideologie tiefgreifend umbauten. Die Literatur nach dem Boom, also der auch wieder sogenannte Postboom, zeichnet sich dadurch aus, dass die literarische Komplexität der Boom-Romane zurückgenommen wurde. Gründe dafür werden in der Erschöpfung des experimentellen Paradigmas festgehalten. Es entstanden Romane, die mit konventionellen Plots und Charakteren wieder auf Referenzialität setzten und die Wirklichkeit der Menschen widerspiegeln wollten. Das Bedürfnis nach gesellschaftspolitischem Engagement auf der einen Seite und Eskapismus auf der anderen Seite stehen in Zusammenhang mit einer desaströsen politischen Entwicklung, die die ludische, also die spielerische Seite des Boom als frivol erscheinen lassen musste. Explizite Stellungnahme forderte oder den Rückzug ins Private weitertreiben musste. Die Popularität der Nueva Novela Histórica, die man entweder als Erschöpfung der literarischen Imagination und Eskapismus interpretieren kann, oder aber als Versuch, mit den Mitteln der Literatur eine Gegengeschichte zu schreiben, illustriert dies. Wie jede Geschichte ist auch die verkürzte Geschichte, die ich soeben zum Besten gegeben habe, fiktional. Sie wählt Elemente aus, die kausale Zusammenhänge plausibel erscheinen lassen, übergeht andere, die sich nicht in das Sujet einfügen lassen. Der Boom ist natürlich nicht eine Art literarische Explosion. Bereits in den 1940er und 50er Jahren, Sie haben das ja gerade gehört, zeichnete sich eine Nueva Novella mit Autoren wie Onetti, Asturias, Carpentier ab, die den Boom-Texten in puncto Innovation und Experiment wenig oder wirklich nichts nachstanden. Und natürlich haben wir auch noch, was wir nicht erwähnt haben, Figuren wie den Roberto Arlt, den Macedonio Fernandes, also die sich sowieso auch in die Kategorie der nicht einzuordnenden Autoren einordnen lassen. Auch nach dem Boom entstanden Werke, die Boom-Werke gar an Komplexität übertrafen. So veröffentlichte der emblematische Boom-Autor Gabriel Garcia Marquez sein narratologisch ambitioniertestes Werk El Otoño del Patriarca erst 1975. Und Autoren wie Severo Sarduy kann man schwerlich den Vorwurf machen, dass sie es dem Leser zu leicht gemacht haben. Dennoch möchte ich hier vorschlagen, die Prämisse zu akzeptieren, dass mit dem Boom in den 1960er Jahren eine Literatur von beachtlicher Komplexität und Experimentierfreudigkeit salonfähig wurde, während sich die Literatur der Folgezeit durch wachsende Leserfreundlichkeit auszeichnet, soll heißen, leichter zugänglich und konsumierbar ist. Es bedarf wohl keiner ausgreifenden Erläuterung, dass die Literatur der Boomjahre nicht ex nihilo entstanden sein konnte, dass also in den 60er Jahren lediglich Entwicklungslinien kulminierten. Die Ausreißer des Postboom könnte man mit
Raymond Williams als residual bezeichnen, also Relikte einer ideologischen Formation, die von einer neuen Hegemonie bereits abgelöst worden ist. Im Folgenden möchte ich skizzieren, wie man den Boom in den ideologischen Kontext einer Entwicklung setzen kann, die in den 1960er Jahren ihren Ausgang nahm und deren Konsequenzen wir heute noch nicht vollständig übersehen können. Jeder, der heute mit Literatur beschäftigt ist, und es ist ja schon angeklungen, wird bestätigen können, dass sich der Status der Literatur verändert hat. Vor noch nicht allzu langer Zeit gehörte die Literatur zur Lebenswelt, das heißt dem Wirklichkeitsbereich der Phänomene und Gegenstände, die wir als natürliche und unhinterfragte Elemente unseres Alltags akzeptierten. Heute ist die Literatur nicht mehr selbstverständlich. Schwindet der institutionelle Rückhalt für die Literatur und nicht zuletzt in Bildungseinrichtungen, muss die Beschäftigung mit der Literatur abseits von kommerziellen Interessen gerechtfertigt werden. Das hängt damit zusammen, dass mit Ideologemen wie Effizienz, Vermarktbarkeit, Relevanz Konzepte lebensweltlichen Status gewonnen haben, die antagonistisch zur Literatur stehen. Ich denke, dass es berechtigt ist, von einem Antagonismus zu sprechen, nicht nur von einem schwindenden Interesse an Literatur. Der französische Philosoph Bernard Stiegler hat argumentiert, dass die auch nicht mehr so neuen televisiven Medien eine Art globales Aufmerksamkeitssyndrom hervorrufen. Die mangelnde Aufmerksamkeit und die strukturelle Amnesie produzieren Subjekte, die der heutige dogmatische Hyperkonsumismus voraussetzt, also den perfekten Konsumenten. Die neuen Medien produzieren die Rädchen, die eine globale Ökonomie benötigt. Das Subjekt wird durch immer kürzer getaktete Reizüberflutung in einem Zustand eines infantilen Bedürfnisses nach unmittelbarer Wunscherfüllung gehalten, dass sich der vorausgehenden Konsumakte nicht mehr bewusst und unfähig ist, alternative Formen der gesellschaftlichen Organisation zu reflektieren. Also meine Empfehlung wäre nicht, gehen Sie ins Internet und machen Sie da viel, sondern bleiben Sie raus und lesen Sie gute Bücher. Außerdem, wenn Sie die falschen Rezensionen schreiben, kann es durchaus passieren, dass Ihr NSA-Profil dazu führen wird, dass Sie nicht mehr in die USA rein dürfen. Also, wo war ich? Ja, hier. Literatur ist in diesem hegemonialen Dispositiv notwendigerweise nicht nur überflüssig, sondern ein Störfaktor. Moderne Literatur produziert wesentlich Aufmerksamkeit. Je komplexer und je mehr den Leser fordernd, desto mehr. Die Literatur war so immer auch eine Foucault'sche Technologie des Selbst. Wie etwa Frederick Jameson gezeigt hat, interpelliert der französische realistische Roman des 19. Jahrhunderts das bürgerliche Subjekt des Liberalismus. Und Interpellation muss man so verstehen, dass das sozusagen Identifikationsangebote sind, die von, wie es nennt, Staatsapparaten bereitgestellt werden, die dann sozusagen das Subjekt einladen, diese Position in diesem gesellschaftlichen Zusammenhang einzunehmen. Dabei bezieht er sich nicht nur auf die explizite autoriale, also Jameson wieder, bezieht er sich nicht nur auf die explizite autoriale Botschaft auf der Ebene des Textes oder die ideologischen Keime, also die bereits erwähnten Ideologeme, die bestimmte Erzählungen generieren, sondern auch auf die Ebene der Form oder der Gattung, die unabhängig von expliziten oder impliziten politischen Ausrichtungen des Textes auf die wahren Produktionsverhältnisse ideologisch reproduzieren. Ja, auch. Von diesem Endpunkt aus, der Krise der Literatur schlechthin, lässt sich, denke ich, eine Hypothese über die historische Bedeutung des Boom als soziokulturelles Phänomen und die weitere Entwicklung formulieren. Die revolutionären Bewegungen der 1960er Jahre waren sich dessen bewusst, dass es nicht genug war, die traditionellen Eliten zu entmachten, die Eigentumsverhältnisse und politische Strukturen zu verändern.
Die wahre Revolution erforderte die Erschaffung eines neuen Menschen oder in anderen Worten die Erschaffung von Subjekten, die sich wesentlich vom bürgerlichen Subjekt unterschied, das durch den realistischen Roman transportiert und interpelliert wurde. Und Sie wissen ja, Che Guevara war erfolgreich mit der politischen Revolution, mit dem neuen Menschen hat es nicht mehr geklappt. Zu früh gestorben. Ja, ja, ich glaube, das war nicht der einzige Grund. In Kuba fand die Revolution 1549 tatsächlich statt. Natürlich könnte man aber auch zur Diskussion stellen, wie revolutionär das überhaupt war. Gewissermaßen in Vorwegnahme der zu erwartenden Umwälzungen kam in den 1960er Jahren in Lateinamerika, aber auch in den USA und Europa mit dem Boom einer Art Literatur zur Prominenz, die eine Form von Aufmerksamkeit und Subjektivität, die man als Anti-Bourgeois bezeichnen könnte, unabhängig, und das muss ich nochmal betonen, von der politischen Orientierung der Autoren. Der Boom war aber vielleicht schon der Sündenfall oder die List der Vernunft oder sagen wir hier die List der Unvernunft, genau so nennt er das. Denn die nicht so neue Literatur des Wandels wurde sogleich in ein globales ökonomisches Kalkül eingebunden. Der Boom wurde zu einem Markenzeichen und dieses Branding, wie es auf Neudeutsch heißt, stellte per se die Weichen für eine Eindämmung des emanzipativen Potenzials, wie wir es in den darauffolgenden Jahrzehnten beobachten können. Die technokratischen Diktaturen der 70er, also 19, muss man immer dazu sagen jetzt, der 1970er und 80er Jahre, brachten die Gesellschaften und Ökonomien nicht nur in Ordnung, sondern leiteten auch eine schleichende Revolution ein, an deren vorläufigen Endpunkt die Entwicklung steht, die Stigler beschreibt. Nicht die sozialistischen Bewegungen erreichten die Schaffung des neuen Menschen, sondern der globalisierte Neoliberalismus. Bereits in den 1970er und 80er Jahren zeichnete sich eine Ökonomisierung aller Lebenssphären ab, die sich im Bereich der Literatur so auswirkte, dass die Literatur konsumentenfreundlich wurde. Versuche, so etwas wie einen revolutionären Roman zu schreiben, wie es etwa, von dem haben wir auch gerade gehört, Julio Cortázar in dem Libro de Manuel versuchte, waren bereits 1973 ein Anachronismus oder bestenfalls residual. Man könnte das nun weiterverfolgen, etwa inwiefern die Testimonios, die in den 1980er und 90er Jahren den Status der Literatur usurpierten, einen weiteren Schritt in die von mir beschriebene Richtung darstellen. Aber es geht ja hier um den Boom, so habe ich das auch verstanden. Wie immer, wenn ich so in dem Bereich dieser Dystopien abdrifte, hoffe ich natürlich, dass ich mich gründlich irre und die Literatur eine glänzende Zukunft vor sich hat und ich sie auch dann noch als Literatur erkennen kann. Das ist natürlich auch so eine Frage. Ich denke, dass das Tröstliche an diesem Szenario ist, dass das hartnäckige Festhalten an der Literatur, und ich denke, da haben wir was gemeinsam, wir sitzen ja hier, heute fast etwas Gegenhegemoniales hat, dass man so eine Veranstaltung ja schon fast als einen Akt des Widerstands bezeichnen könnte. Und das tut dem Ego dann doch wieder gut. Vielen Dank. Ich würde gerne zwei, drei Sätze zum Boom noch sagen aus der Sicht der Verlagsindustrie. Es ist ja so, der Boom brach auf in den 60er Jahren. Er fing an 1963 mit Rayuela von Julio Cortázar. Das ist ein Buch, das die nachfolgenden Generationen alle geprägt hat. Und 1967 kam dann 100 Jahre Einsamkeit und es sind die Leser, die diesen Boom begonnen haben. Denn die Leser haben diese Bücher gekauft, haben gesagt, was ist das auf einmal? Und ein Verlag wie Félix Barral in Barcelona hat in den 60er Jahren jedes Jahr einen Preis gegeben. Das heißt, es kam die Qualität der Literatur zusammen mit einem Interesse an Lateinamerika, das sicherlich durch die kubanische Revolution gefördert worden ist, 1959, das ist völlig klar.
aber der erste Formel-Tor-Preis ging eben an Borges und Beckett. Das war alles sehr, sehr neu. Und es sind wirklich die Leser, die als erstes angefangen haben, diese Bücher zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen. Und dann kam natürlich auch die Presse, die hinkte aber zunächst einmal ein bisschen hinterher. Denn die Bücher waren da und es war ja auch so, dass Bücher, die in Mexiko erschienen sind, nicht unbedingt nach Argentinien kamen. Das war alles sehr, sehr kompliziert. Und so kristallisierte sich Barcelona als ein Zentralpunkt heraus, wo man auf einmal Bücher aus allen verschiedenen Ländern bekam. Und zum anderen kristallisierte sich natürlich die ersten 10 Jahre in Kuba das Phänomen heraus, Casa de las Americas, wo die Intellektuellen und Schriftsteller sich jedes Jahr einfanden und sich auch kennenlernten. Das hat zum Beispiel José Donoso beschrieben, die Historia Personal del U heißt sein Büchlein, wo er sagt, ja, also auf einmal kamen die Bücher auch anders wie an. Und insofern, dass dann die Qualität der Bücher, ich möchte wirklich ganz intensiv darauf hinweisen, wie gut diese Bücher sind und wie gut sie auch heute noch sind, dass die dann natürlich auch die Grenzen überschritten haben. Natürlich gab es eine Literaturagentin in Barcelona, die das alles dann sehr intensiv betrieben hat, Carmen Balcells, und dadurch zu einer sehr mächtigen Frau wurde und dann dafür sorgte, dass die Bücher in anderen Ländern übersetzt wurden. Paris wurde ein neuer Sammelpunkt auch, das war der dritte Sammelpunkt, weil für den lateinamerikanischen Intellektuelle die Reise nach Paris immer zur Identitätsfindung dazugehörte und so trafen sich viele Leute, lebten kürzere, längere Zeit in Paris und so kam eben ein Austausch zustande, der unglaublich anregend, intensiv war und dazu geführt hat, dass man dann hinterher das Etikett da drauf geklebt hat, das ist jetzt der Boom. Und dann hat man gesagt, um Himmels Willen, aber ein paar Autoren, die haben ja schon früher geschrieben, die sind aber genauso gut, die müssten ja eigentlich auch dazu gehören. Das war Carpentier, das war Rulfo, das war Rua Bastos, das war Algueras, das waren diese Namen. Oder eben Bioy Casares, der immer ein bisschen an außen stehender war, also von den lebenden Autoren, von den Toten rede ich jetzt nicht. Und Lezama Lima, dann kamen eben diese Bücher, man wusste ja auch jedes Jahr, hat man ein Meisterwerk, ob das nun 3 traurige Tiger waren oder Paradiso oder ein weiteres Buch von Onetti oder ein Vargas Llosa. Ich meine, es war für jeden Geschmack irgendetwas da. Und dann hat man gesagt, ja, alles das, was vorher war, gehört ja eigentlich auch noch zum Boom dazu. Dann kamen die Nachzügler und sagen, ah, der Boom, der verkauft sich, wir wollen auch dazu gehören. Und haben versucht, irgendwie sich hineinzuklinken, ja, mit mehr oder weniger Erfolg. Also insofern würde ich sagen, es ist natürlich ein soziokulturelles Phänomen, aber ausgehend von der Qualität, die wirklich überraschend war und in allen Ländern des Kontinents quasi gleichzeitig, also ab 50, ja, fing das an, wenn wir natürlich 49 Alejo Carpentier, das Reich von dieser Welt noch dazu nehmen, also, aber, oder Bioy Casares, die Erfindung Morels, das war noch ein bisschen früher, aber sagen wir mal so, konzentriert hat es sich auf die 50er und 60er Jahre und 70er Jahre, würde ich auch noch hinzufügen, denn dann kamen auch völlig neue Stimmen hinzu, wie Manuel Puig und andere, die ja auch auf ihre Art etwas Eigenes geleistet haben. Und ja, und dann kamen eben einige, die draußen blieben und sich darüber beklagt haben. Und dann kamen die Jüngeren, die gesagt haben, wir sind aber auch Lateinamerikaner, ergo sind wir auch gut, ergo gehören wir auch zum Boom. Das war natürlich nicht unbedingt immer richtig. Und jetzt, um es auf die ganz Jungen zu konzentrieren, das sind eben jetzt die Enkel des Booms. Und die Väter sind irgendwie weg. Und die Großväter sind diese Überfiguren, gegen die sich die Enkel eigentlich immer noch auflehnen. Also die wollen mit magischem Realismus nichts zu tun haben, die wollen auch nichts mehr mit Boom zu tun haben, weil sie alles wissen, dass das nicht mehr so ist, sondern die suchen jetzt neue Wege und deshalb mein Plädoyer, wenn man eine Rezension schreibt und sie loben, muss man ja das Buch vorher gelesen haben und wenn es dann ein gutes Buch ist, wunderbar. Das, also dieser Verlagsaspekt ist schon ganz wichtig in dieser ganzen
Analyse des Buches. Nein, das war natürlich, also ich konnte nicht widerstehen, also das zu bringen. Also, natürlich sollen Sie Rezensionen schreiben, aber nicht so viel Zeit im Internet. Und hiermit ist die Diskussion auch in die Fragerunde eröffnet und vielleicht kann ich gleich anschließen ein bisschen an Ihre Ausführungen, Frau Dr. Strauss. Wenn Sie haben, Sie sagen, das ist nicht nur ein soziokulturelles Phänomen, sondern es ist eben auch ein Phänomen der Verlagsindustrie und auch vielleicht ein lesermotiviertes Phänomen. Also dass die Qualität der Literatur auch eben, aber Sie selbst sprechen auch, dass nach diesen ganzen Jahren der Aufbauarbeit, dann der Konsolidierung auch der lateinamerikanischen Literatur, dass so etwas wie eine Art von Normalität eingekehrt ist. Ja. Und Sie selbst bezeichnen das in einem Ihrer Artikel als ein Risiko. Ja. Sie sagen, die lateinamerikanische Literatur hat das Risiko auch durch das geringe Echo, sowohl politisch als auch literarisch in den Medien, in ein schwarzes Loch zu fallen. Und vielleicht ist das ja gar nicht so weit weg von was auch Herr Folger eben referiert hat, dass man sich sozusagen in eine bestimmte Richtung bewegt und dass das jetzt alles so eine Normalität geworden ist. Und gerade so ein Abend wie heute, wie auch eben die Gruppe Aires dazu, die versucht ja eben die Diskussion um Lateinamerika aus diesem schwarzen Loch der Diskussion oder der Medienberichterstattung herauszuholen. Wie würden Sie das noch machen? Ja, ich meine, die Deutschen waren die letzten Entdecker Amerikas, hat Hans-Magnus Enzensberger 1976 gesagt, als es zum ersten Mal eine Buchmesse mit dem Schwerpunkt Lateinamerika oder überhaupt mit einem Schwerpunkt gab. In Italien, in Frankreich, überall waren die Bücher schon publiziert und gelesen. Und Deutschland hatte eine größere Hemmschwelle zu überwinden. Das ist das eine. Dann hat Deutschland unheimlich aufgeholt. Die 70er und 80er Jahre waren ganz wunderbar. In den 90er Jahren kam ein neues Interesse für Spanien auch dazu. Man hatte weitere Messeschwerpunkte, die gab es ja dann häufiger, 91 Spanien, 92 Mexiko, 94 Brasilien, 97 Portugal. Und diese Großereignisse haben dann immer dann doch die Möglichkeit, etwas mehr von einer Kultur oder von einem Land bekannt zu machen. Und zwischen 2000 und 2010 war irgendwie gar nichts. Und gleichzeitig, die Diktaturen im Cono Sur waren zu Ende gegangen. Die kubanische Revolution lockt keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Jetzt hatten wir die Drogenproblematik in Kolumbien und jetzt in Mexiko. Ganz furchtbar. Mit Hunderttausenden von Toten. Und das ist alles etwas, was jetzt doch dazu führt, dass irgendwie, man kann nicht immer von Drogenkriegen reden, die politische Berichterstattung über Lateinamerika ist auf praktisch null geschrumpft. Es gibt kaum noch Korrespondenten, es gibt ganz selten Fernsehsendungen. Das war in den 80er und 90er Jahren noch anders. Und sich jetzt zu informieren, ist sehr viel schwieriger. Und dann natürlich, unsere schnelllebige Gesellschaft sucht immer etwas, wo kann sie jetzt das nächste Interesse aufbauen. Es ist zum Beispiel erstaunlich und es ist natürlich eine große Freude für alle afrikanischen Autoren, dass im Augenblick viele afrikanische Autoren ins Deutsche übersetzt werden und überhaupt weltweit rezipiert werden. Sie sind sehr gut, sie sind neu. Wir hatten die indische Literatur in englischer Sprache, die in den 80er Jahren nach Salman Rushdies Mitternachtskindern kam und so weiter. Eine ganze Gruppe von großartigen Autoren. Und jetzt ist es einfach so, dass die lateinamerikanische Literatur ein bisschen an den Rand gedrängt worden ist, medial, und das wirkt sich im Verlagswesen natürlich aus, weil die Rezensionen in der Presse, die helfen auch dem Verkauf nicht mehr so viel, weil der Buchhandel sich völlig strukturiert hat. Also es ist einfach alles deutlich schwieriger geworden. Und insofern, diese jungen Autoren von Lateinamerika, von denen ich glaube, dass viele ein großartiges Talent haben, also wenn ich vorhin gesagt habe, Yuri Herrera lesen wir, das sind knapp 100 Seiten, das ist grandiose Literatur, und so gibt es etliche, die man jetzt finden kann. Auch Antonio Unger, der den Diktaturroman auf dem Kopf steht, das heißt, es wird ja weitergearbeitet, aber das hat alles dazu geführt, dass die Lateinamerikaner jetzt nicht mehr das Exotik-Etikett aufgeklebt haben, sondern sie sind in die Normalität hineingekommen. Sie sind wie alle anderen auch.
Sie müssen sich jetzt in diesem Kontext bewähren und durchsetzen. Und wenn man sich überlegt, dass in der Belletristik unverändert 80% aller Übersetzungen aus dem Englischen kommen und 20% sich den Rest teilt, dann weiß man in etwa, wie schwer das ist, sich jetzt in diesem Kontext durchzusetzen. Denn die Inder schreiben Englisch, die sich durchsetzen und sind meistens Expats, also Expatriates. Und die Afrikaner, die jetzt angefangen bekannt zu werden, schreiben auch Englisch. Ja? Also es ist dann wiederum der Filter der englischen Sprache. Und das macht es eben für die Lateinamerikaner heute wirklich schwierig. Ich würde gerne nochmal die Frage nach dem Verhältnis von Ökonomie, Ideologie und Literatur aufwerfen. Also du hast es jetzt nochmal ganz klar gesagt, diese Romane, die sagen wir mal zwischen 1940 und 1980 in Lateinamerika von Mexiko bis Argentinien erschienen sind, sind durch die Bank wirklich richtig gut. Ja. Und das Erstaunliche ist nicht, dass sie richtig gut sind, sondern dass sie sich auch gut verkauft haben. Das ist, und das kann nicht nur eine Sache der Ideologie gewesen sein. Die Tatsache, dass also bei García Márquez, 100 Jahre Einsamkeit, ist das ganz besonders deutlich zu sehen. Das ist ja ein Buch, das beim ersten Lesen sich nicht so unmittelbar erschließt. Das ist ein sehr komplexes Buch und das ist sozusagen keine Sekretärinnenliteratur, wenn man das jetzt etwas bösartig sagt. Und trotzdem hat sich das verkauft und verkauft sich bis heute weltweit in einem Maße, was an die Bibel heranreicht. Also die Auflagenzahl, ich habe mal den Sohn von García Márquez kennengelernt, der damals, das war in den 70er Jahren, der damals, da gab es den Ostblock noch, der sagte, mein Vater hat im Osten, in der Sowjetunion, so viele Bücher verkauft, dass dort Millionen an Tantiemen angefallen sind. Die dürfen aber nicht ausgeführt werden, weil die Sowjetunion das verbietet. Das heißt, es gibt ein riesiges Sparkonto in Moskau, in St. Petersburg und überall. Leute, er hat alle Freunde eingeladen, fahrt in die Sowjetunion, ihr könnt auf Kosten meines Vaters dort Reisen verbringen. Solche riesigen Verkaufszahlen sind hier. Und die Frage für mich ist, wie kommt es, dass so hochkomplexe Literatur eine Zeit lang einen so ökonomischen großen Erfolg gehabt? Das ist mir nach wie vor noch vollkommen unerklärlich. Ich habe nur eine Hypothese dazu. Es ist so, dass die Lateinamerikaner, die ökonomisch unterentwickelt waren, damals war es ja ganz Lateinamerika schlicht und ergreifend dritte Welt, die Politiker hatten, mit denen sie keinen Staat machen konnten, weil es im Allgemeinen Diktatoren oder Kriminelle oder jedenfalls korrupte Politiker waren, die überall dieses große Minderwertigkeitsgefühl hatten und auf einmal sahen, in der Literatur sind wir Weltklasse. Und das hat denen so viel Kraft gegeben, dass sie dann auch sagten, wir wollen jetzt diese Bücher von unseren Autoren lesen. Denn was die Literaten geleistet haben, dass sie sich wirklich durchsetzen weltweit, das könnten wir doch vielleicht mit unseren Gesellschaften auch machen. Das haben viele Leute gesagt und gedacht damals, dass sie gesehen haben, die Literatur ist die Vorhut für die Entwicklung der Gesellschaft. Die haben es schon geschafft und wir müssen nur alle anderen Probleme auch nochmal eben lösen, was ja gar nicht ganz wenige sind, und dann können wir das auch schaffen. Ich glaube, das ist ein Beweggrund gewesen und natürlich hat es ihnen gut getan, dem Selbstwertgefühl gut getan, dass auf einmal diese Literatur auf der ganzen Welt bewundert worden ist. Und ich denke, das ist ein Punkt, der mit hineinspielt. Und dass diese Bücher komplex sind, ich meine, Rolfo, Caponés sind wirklich komplexe Bücher. Und sie wurden gelesen und sie werden gelesen, also natürlich ist das jetzt alles Schulbuchliteratur auch geworden. Aber die Leute greifen dennoch dazu und holen sich diese Bücher wieder aus dem Bücherschrank raus. Also jetzt, letztes Jahr wurde Rayuela, 63, publiziert, 50 Jahre gefeiert, 50 Jahre. Dann haben alle Autoren, auch die ganz Jungen, gesagt, was die Lektüre für Rayuela für sie bedeutet hat.
Ich finde, heute sind die Kurzgeschichten von Julio Cortázar vielleicht der bessere Einstieg in sein Werk, weil sie so großartig sind. Aber Rayuela hat die literarische Welt in Lateinamerika so gewandelt wie kaum ein anderes Buch. Das zweite ist dann wirklich 100 Jahre Einsamkeit gewesen. Also ich denke schon, also das war ja auch meine These, dass wirklich so, das auch so ein historischer Moment war und man muss sich ja nicht so vorstellen, dass Epochen wirklich Donnerstagabend aufhören und dann beginnt am Freitagmorgen die nächste, sondern das sind ja immer so Überlappungen. Und ich denke schon, also, dass die 60er Jahre eben auch so, ja, ein bisschen banal gesprochen, so eine Zeit des Aufbruchs auch waren, wo Leute sich sozusagen auch aus einem mehr oder weniger bewussten oder unbewussten Bestreben sozusagen etwas in sich auch zu verändern, sich diese Texte, ich will jetzt nicht sagen, angetan haben, in manchen Fällen wird es wahrscheinlich so gewesen sein, aber die sich wirklich die Mühe gemacht haben, sich diese Texte zu erarbeiten. Das ist ja genau so, also man muss da arbeiten. Und das ist ja genau das, also Anwesende natürlich ausgenommen, aber das wird ja immer schwieriger, so Texte, die wirklich Anstrengung verlangen, sozusagen zu verkaufen. Also wir sind ja hier auch schon in der Universität so ein bisschen, also in der Ökonomisierung angekommen. Und ist ja auch logisch, also wenn es einfacher geht, also wieso sollte man dann dieses Einfachere nehmen? Und ich denke, das ist halt im historischen Moment war das in den 60er, teilweise in den 70er Jahren, war das noch anders. Und die Qualität der Romane, ja, also die gab es vorher auch. Also das glaube ich nicht, also dass, ich will das nicht leugnen, aber das kann es nicht gewesen sein, meiner Meinung nach. Und ein wichtiger Faktor, das haben wir jetzt überhaupt noch nicht erwähnt, waren natürlich auch in den 60er Jahren, ging es auch schon in den USA vor allen Dingen los, wurde in den Spanish Departments, wurden nämlich auch dann Latin American gemacht. Also das hat auch eine unglaubliche Multiplikatorwirkung dann hervorgerufen. Das sollte man auch noch. Und natürlich in Deutschland haben wir ja dann irgendwann auch mal nachgezogen. Also es ist ja noch nicht so lange her, da gab es mit Lateinamerika war nicht viel zu machen so an deutschen Universitäten. Und als Ende der 70er Jahre mein akademischer Lehrer Sebastian Neumeister seine Antrittsvorlesung hielt über Jorge Luis Borges. Da haben, so hat er erzählt, die Kollegen in der Fakultät gefragt, ist das denn auch seriös? Ein Autor aus Lateinamerika. Ende der 70er Jahre. Also das war ungefähr der Stand der Informiertheit von den Spanish Departments in Deutschland. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber 25 Millionen verkaufte Exemplare von 100 Jahre Einsamkeit weltweit ist nicht über Spanish Departments und den Multiplikator-Effekt zu erklären. Also da muss irgendwas anderes sein. Und das ist nach wie vor noch nicht erklärt, glaube ich. So eine Frage, die so ein bisschen in die gesamte Richtung geht. Ich wollte an Professor Folger richten, weil das bei Ihnen explizit rauskam, aber irgendwie jetzt haben das alle mal aufgegriffen. Geht so in die Richtung von der Perspektive, vor allem Verlag. Also mir fällt das Beispiel Surkamp ein, Sie haben da die Innenperspektive. Man sieht ja, was Qualität kostet, also auch ein Verlag kostet. Und dann sind es irgendwie zwei Seiten von der Medaille. Ich habe auf der einen Seite die ökonomische Seite, ich leiste mir einen Surkamp oder andere große Verlage auch einen extrem teuren Autoren, Schaff, die Qualität, hohe Qualität liefert, habe damit aber die Schwierigkeit, dass ich außer bei so Phänomenen wie dem Boom selten Bestseller habe. Auf der anderen Seite gehe ich mit der Qualität nach unten, verliere ich eben diese Stammleserschaft, die bei mir sind, weil ich weiß, das Wissen dieser Verlag liefert hohe Qualität. Wenn es jetzt nicht alle 10 Jahre einen Boom gibt, wie ist es denn überhaupt perspektivisch möglich, sowas zu halten? Das ist die berühmte Querfinanzierung. Also wenn Sie bei Surkamp, um es jetzt daran aufzuhängen, also das große Glück war, dass Siegfried Unsel wirklich begeistert mitgezogen hat. Er hat die Autoren kennengelernt und fand sie großartig und ein Schlüsselerlebnis für ihn war die Begegnung mit Octavio Paz. Es sind 22 Bücher von Octavio Paz bei Surkamp publiziert worden. Und jetzt wird der 100. Geburtstag gefeiert mit einem riesen Fest in Mexiko. El País hat schon gesagt, dies ist das Jahr von Cortázar und Octavio Paz, weil beide 1914 geboren sind, also 100. Geburtstag.
Und ich weiß, dass die ganzen Bücher, die wir dann, ich habe 1974 angefangen, die wir dann publiziert haben, dann hatten wir einen großen Erfolg 1976, wo wenigstens die Medien dann sagten, meine Güte, hier sind ja tolle Bücher und neue Autoren und so weiter und so weiter. Aber der ökonomische Erfolg hat sich dann eingestellt, 1984, als Isabel Allende mit dem Geisterhaus kam und wenn dann hinterher Siegfried Unsel, er hat es aber auch nicht gemacht, aber wenn er mal manchmal sagte, naja, das ist aber jetzt ein bisschen viel oder ein bisschen teuer oder irgendwas, ja, das hat mich natürlich dann überhaupt nicht mehr interessiert, dann brauchte ich ja nur zu sagen, Isabel Allende, ja, dann geht diese Sache. Und jedes Haus, jedes Verlagshaus hat Querfinanzierungen. Natürlich müssen sie Lyrik querfinanzieren. Und wunderbare Bücher, von denen man weiß, also Lezama Lima, das ist natürlich eine Querfinanzierung, das ist ganz klar. Allein was die Übersetzungskosten da ausmachen, das ist eben die Kunst des erfolgreichen Verlegens. Und Siegfried Unsel war ein sehr erfolgreicher Verleger. Der hat eben immer seine Stammautoren gehabt, vor allem die deutschsprachigen. Und das gab diese Kontinuität. Aber ich weiß auch, als ich anfing, wie gesagt, 1974 hieß es, wir kaufen die Autoren ein und publizieren die Autoren, die dann weiter die Zukunft absichern. Denn damals lebte der Verlag 70% von seiner Backlist. Das ist heute etwas, das kann sich überhaupt niemand mehr vorstellen, denn die Verträge mit den Autoren sind terminiert, die haben ein Auslaufdatum. 7 Jahre, dann, oder 5 Jahre, je nachdem, dann müsste man das wieder neu einkaufen. Die deutschen Autoren damals wurden eingekauft für immer und ewig bis 70 Jahre nach dem Tod. Das heißt, das war ein völlig anderes Verlegen, als es heute ist. Insofern ist es heute auch vom Verlegerischen her deutlich schwieriger, Qualität zu publizieren, ohne allzu große Abstriche zu machen, aber irgendetwas brauchen sie zur Querfinanzierung. Das ist leider heute nicht mehr wegzudenken. Das gehört dazu. Das macht Hansa, das macht Fischer, das macht Gobold. Auch Surkamp macht es jetzt mit ihren Krimis, versuchen sie das aufzumachen. Also da hat sich einfach das Verlegen total geändert. Und durch die Schnelligkeit, mit der jetzt heute alles passiert, also vor einer Buchmesse, wird man zugeschüttet mit PDFs. Ja? Und jedes PDF geht gleichzeitig an 10 andere Häuser. Man weiß das. Und jedes PDF ist natürlich der kommende Bestseller, das tollste Buch, was man überhaupt im ganzen Jahr gelesen hat und so weiter. Das ist einfach kaum noch zu überblicken. Und insofern gehört natürlich beim Verlegen gehört immer ein bisschen Glück dazu. Ja? Die Geschichten über das Verlegen und die Irrtümer der Verleger, wenn sie mal ein wichtiges Buch abgelehnt haben und das dann hinterher in einem anderen Verlag zum Bestseller geworden, da gibt es wunderbare Geschichten, sodass eigentlich heute eine Literaturgeschichte, wenn man sie schreibt, meinem Verständnis nach, diese Sache des Verlegens, der Rezeption, die kritische Rezeption kann ja eine ganz andere sein als die Rezeption durch die Leser. Zum Beispiel bei García Márquez 100 Jahre Einland hat, der ist jeder Kritik vorausgeeilt. Das war Mund-zu-Mund-Reklame. Und laut García Márquez ist das immer noch die beste Werbung, die man machen kann. Das stimmt auch. Ja, wenn der Leser es weiterempfiehlt und sagt, Mensch, das ist ein tolles Buch und ich schenke dir das, das ist natürlich besser als eine Rezension. Noch eine Frage da hinten? Rote. Ja. Nur ganz kurz. Meine Perspektive als Leser um 1970 herum, wenn man das ein bisschen vergleicht, da gab es die französische Literatur, die war immer noch nouveau roman, relativ abstrakt. Dann gab es die deutsche Literatur, die war dann psychologisch orientiert. Und schließlich gab es den, der überhaupt nirgendwo hin passte und wegen seines Herkommens aufregend war, dass solche nicht sehen. Und von diesem Horizont brachte mir die lateinamerikanische Literatur auf einmal Bilder in den Kopf. Es sind vor allem Farben, Bilder, natürliche Konstellationen,
Themen, die meine optische Fantasie beschäftigt haben. Das Politische war mir ziemlich gleichgültig, aber das sieht die Sinnlichkeit. Die Sinnlichkeit, die ich eigentlich bei allen Autoren gefunden habe, hat mich dazu geführt, immer weiter in dieser Literatur zu lesen. Aus purem Leserspaß. Das ist völlig richtig. Die französische Literatur mit dem Nouveau Roman, die war in einer Sackgasse, und die Deutschen mit ihrer Befindlichkeit und Innerlichkeit und alles, was dazugehörte, waren in einer anderen Sackgasse. Und so kam es, dass auf einmal die Nordamerikaner natürlich immer erzählen konnten, aber dann kamen auf einmal die Lateinamerikaner und haben diese tollen Geschichten erzählt. Und so ist ja die Freude an Geschichten erzählen wieder salonfähig geworden, und die Leser wollten Geschichten hören. Und Geschichten hören wollen eigentlich immer alle. Auch heute wollen wir ja Geschichten hören, ob sie nun in einer Fernsehserie wie The Wire oder irgend sowas kommt oder eben durch ein tolles Buch. Es ist die Geschichte, die dann trägt. Und das war damals natürlich genau der Moment, wo diese lateinamerikanische Literatur dazu einen zusätzlichen Bonus bekam. Ja. Ja, nochmal zu der vorherigen Frage. Und zwar, mal ganz abgesehen davon, dass ich denke, dass es schon ein wichtiger Punkt ist, dass Lateinamerika in dieser Zeit ja schon eine gestiegene Weltaufmerksamkeit hatte. Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, aber ist es nicht schon auch so, dass der magische Realismus an sich einfach auch etwas aus einer Weltregion war, wo vorher viel kopiert wurde, viel übernommen wurde aus anderen Weltregionen, wo dann plötzlich etwas Neues kam, was wirklich in dieser Weltregion erfunden wurde, was wirklich auch in dieser Weltregion groß produziert wurde, das vielleicht daher auch natürlich ein gestiegenes Interesse an Lateinamerika als Literaturregion herrschte, weil der magische Realismus einfach etwas war, was in Lateinamerika geboren wurde. Also lesen Sie sich mal den Kolumbus durch. Und dann werden Sie mal auch sehen, also dass das irgendwie so, ich meine, das ist ja das ist die Ideologie, die auch dahinter steckt, so dieser magische Realismus. Also das kommt ja auch irgendwo her. Und deswegen glaube ich auch heute, Sie haben es ja erwähnt, das so ganz glücklich, also mit dem Etikett, also Lateinamerika, magischer Realismus, also ist man auch nicht. Also das war auch in der Zeit, soweit ich das abschätzen kann, nicht bei allen so. Und der Boom ist ja nicht wieder, der kann man ja nicht gleichsetzen mit dem magischen Realismus. Also das ist ja nicht dasselbe. Es gibt ja Leute, die haben Boom-Autoren, also die man nicht in den magischen Realismus zuordnen kann. Und ja, das Epigonentum, also das ist ja natürlich auch so ein Stigma, also das Lateinamerika ja schon wirklich also auch seit der Kolonialfahrt geheftet ist. Und ich denke, das sollte man halt auch mal überdenken. Also ich glaube, das kann man so in der Art und Weise nicht vertreten. Und das Neue ist halt meiner Meinung nach schon, also Herr Rothe hat es ja gerade gesagt, also man will ja was Frisches, was Farbiges sehen, und das wurde halt dann natürlich auch bedient. Aber ich denke schon, dass man das auch wieder an die historische Situation zurückbinden sollte. Da wollte man halt sowas auch sehen, und ich glaube nicht mehr, also dass das heute so funktionieren würde. Das ist vielleicht ein ganz guter Gedanke mit den Chroniken. Das hat Frau Clausewitz ja schon gesagt, dass die Autoren selber entdeckt haben, die ersten Chroniken. Also der Eroberer der spanischen Eroberer in Lateinamerika, die dort angefangen haben, das aufzuschreiben, was sie gesehen haben. Diese Chroniken wurden von Anfang an damit konfrontiert, diese Chronisten wurden von Anfang an damit konfrontiert, dass sie etwas beschreiben mussten, was sie von zu Hause aus nicht kannten. Und das hat ihre erstmal Beobachtungsfähigkeit geschärft und dann auch ihre sprachliche Sensibilität geschärft. Und deshalb sind die Chroniken für jeden vermutlich, der lernen will zu schreiben, eine ganz hervorragende Schule. Ich erinnere mich an einen Satz des spanischen Schriftstellers Juan Benet, der überhaupt nicht Lateinamerika am Hut hatte, aber der auch sagte, die Chronicas de Indias, das ist etwas für einen Schriftsteller unmittelbar Schulendes. Dort kann man lernen, wie man sieht und wie man das Gesehene in Sprache verwandelt. Das heißt, dieser Vorwurf, die Lateinamerikaner haben viel und lange und immer imitiert, trifft sozusagen nicht das, was dort wirklich gewesen ist, sondern das ist selber schon ein ideologischer Vorwurf. Und wenn man die Texte selber liest, dann merkt man, es gibt eine kulturelle und intellektuelle Eigenständigkeit von Anfang an.
Und sie hat sich entwickelt genau in Auseinandersetzung mit der lebensweltlichen Wirklichkeit, die man vorgefunden hat. Man musste es nur wahrnehmen. Und vermutlich ist das Problem, dass es eine so lange Latenzphase gegeben hat, bis dass die Lateinamerikaner selber anfingen, das wahrzunehmen. Das ist aus der Geschichte von Carpentier ganz gut zu lernen. Man will sich über lateinamerikanische Geschichte informieren und stellt fest, in den spanischen Geschichten steht bloß Müll und dann liest man die eigenen Texte und plötzlich erkennt man, wer man ist. Man hätte es aber auch schon vorher haben können. Das nennt man Ideologie. Und Unterentwicklung. Hm. Denn es gab ja nicht so viele Schulen. Das gehört natürlich auch dazu. Ja, also ich frage mich insofern, der Boom, vor allem im westlichen Phänomen, weil ich nehme an, dass es sich dabei vor allem um die Verkaufszahlen der Norden handelt. Also ich weiß nicht, wie das jetzt genau ist und von Zahlen, aber ich nehme an, dass zum Beispiel diese Foundation of Fictions in Lateinamerika selbst ungefähr gleich häufig verkauft wurde. Ich weiß nicht, inwiefern es im gleichen Verhältnis ist, wie zum Beispiel zu der Boom-Literatur, die dann sozusagen in Europa verkauft wurde. Von daher frage ich mich, inwiefern man da auch einen gewissen Exotismus von Europa aus sprechen kann. Das bedeutet, dass in dieser Zeit eben aus bestimmten Gründen ein besonderes Interesse an Lateinamerika war und man das durchaus sozusagen von einer gewissen eurozentrischen Sicht her aus Ich glaube, da kommen wirklich viele Dinge zusammen. Es kommt der politische Aspekt der kubanischen Revolution zusammen. Es kommt die Qualität der Texte zusammen. Es kommt in Europa, wie Herr Rothe sagte, eine Ermüdung an der Literatur, die angeboten wurde dazu. Und aus all dem entwickelt sich eine Tendenz, die eben wächst wie ein Schneeball. Und es ist ja so, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Also wenn dann irgendwann es heißt, so und so viele Leute haben das schon gelesen, dann plötzlich geht es dann auch weiter. Also zum Beispiel, als 100 Jahre Einsamkeit in Deutschland publiziert war, das war 1970, das Buch ist 1967 erschienen, da gab es 7000 verkaufte Exemplare und die zweite Auflage kam erst 3 oder 4 Jahre später. Also das war nicht so einfach in Deutschland. Und García Márquez hat sich in Deutschland eigentlich erst verkauft, fast Ende der 70er Jahre, vor allen Dingen als die Chronik eines angetüdelten, nein, nicht die Chronik, nicht die Chronik eines angekündigten El amor en tiempos de cólera, Liebe in Zeiten der Cholera. Das war irgendwie der Durchbruch. Und dann, das ist ja auch ein einfacher zu lesendes Buch als 100 Jahre Einsamkeit. Aber in der Zwischenzeit waren die Leser auch schon etwas geschulter. Die hatten schon verschiedene schwierigere Texte aus Lateinamerika gelesen. Und dann erst wurde García Márquez wirklich auch in Deutschland ein Verkaufserfolg. Rulfo wurde publiziert in den 50er Jahren und war weg. Den gab es nicht mehr. Als bei Surkamp wir anfingen mit Lateinamerika, ich konnte ja alles kaufen. Es war alles publiziert, Menschensohn von Roa Bastos. Rulfo, da hatten sie immer noch kleine Hilfsmittel für die Leser dazu gemacht. Jetzt spricht Susana San Juan, jetzt spricht Pedro Paramo. Ja, ich meine, das hat man alles dazu gemacht, damit die Leute es etwas leichter hatten mit dem Lesen. Und deshalb hat es vielleicht auch bei uns so lange gedauert, weil die lateinamerikanischen Autoren können kein Deutsch, die kamen dann auch nicht nach Deutschland, sie kamen alle nach Frankreich. Und in Frankreich gab es natürlich schon La Croix du Sud, die Reihe, die Roger Caillois begründet hat im Verlag Gallimard, nachdem er aus dem argentinischen Exil zurückgekommen ist, wo er Borges, Bioy Casares und lateinamerikanische Literatur kennengelernt hat. Also die waren uns 20 Jahre voraus. Und warum es dann in Deutschland alles so lange gedauert hat, also da gibt es Schauergeschichten, Bücher, wo ein Viertel gekürzt wurde, weil es zu viele Worte waren, ja. Das galt zum Beispiel für Carpentier, die verlorenen Spuren unter dem Titel Flucht nach Manaus. Ja, da fehlte einfach ein ganzer Teil, ja. Von Jorge Amado ganz zu schweigen, also da wurde kräftig gekürzt, das haben die Verlage früher einfach gemacht, so viele Worte und wollen wir nicht, machen wir nicht. Und insofern hat sich das alles erst peu à peu entwickelt und dass natürlich ein Exotismus von Seiten deutscher Leser oder europäischer Leser hinzukam, weil man reiste ja auch nicht unbedingt nach Kolumbien oder nach Kuba oder in die Karibik. Das war ja früher
doch etwas Besonderes. Und diese Geschichten dann, Remedios La Bella fährt in den Himmel und die gelben Schmetterlinge kommen als Regen runter. Und so, das war natürlich alles fantastisch und unglaublich und wunderbar und exotisch eben. Das wurde schon bei vielen Lesern auch mit berücksichtigt, aber dadurch, dass es eben nicht nur Garcia Marquez gab, sondern eben auch Cortázar und Vargas Llosa, um jetzt mal drei Pole zu nennen, eben Realismus, Fantastik und magischer Realismus, und die wurden ja alle großartig gelesen. Also insofern, da kann man dann mit der Exotik nicht mehr so ganz leicht punkten. Also vielleicht auch nochmal dazu, also ich glaube beim Realismo Magico, ich glaube schon, dass man da auch sagen kann, also dass da wirklich auch nicht nur sozusagen der Exotismus auf der Seite der Europäer stattgefunden hat, ich glaube, da haben wir auch wirklich also mit einem Auge schon geschielt auf den europäischen Leser, würde ich mal einfach sagen, dass das auch mit reinkommt. Wenn ich mir diese ganzen Biografien ansehe, wie einen Cortázar, die ja mit einem Bein oder mit beiden Beinen da in Frankreich standen, und der schreibt dann auch kein Realismo Magico. Wenn Sie sich Rayuela anlesen, also da ist wenig Exotismus, also ich würde mal sagen, keiner drin, oder? Das ist ja ein Großstadtroman. Ja, genau, in Frankreich spielen. Also insofern, zumindest in einer zweiten Phase, ist es, denke ich, schon also so eine ganz bewusste Strategie dann auch, also dass man mal nach was außen, es gibt ja dann, es etabliert sich ein Markt für diese lateinamerikanische Literatur, und der interessantere Markt ist ja eigentlich Nordamerika und dann auch, wird dann auch Europa. Und wenn ich das jetzt richtig erinnere, du weißt das besser, ich glaube also bis zu CNN Años de Soledad war der meistverkaufste Roman, das heute auch noch unglaublich populär ist, dann von Jorge Isaacs Maria. Das ist ein Text aus dem 19. Jahrhundert, ich finde persönlich wunderbar, aber das ist halt wirklich also klassischer Realismus. Also das ist sozusagen, wenn man jetzt darauf hinaus will, also was spiegelt, Sie haben das schon angeschnitten, was spiegelt eine Lebenswelt, eine Wirklichkeit wider? Da muss man sich ja dann schon fragen, sind das irgendwie die schwebenden Jungfrauen, oder ist das halt wirklich so Jorge Isaacs und Maria? Ja, also ganz am Anfang wurde gesagt, dass die neuen lateinamerikanischen Romane nicht mehr verkauft worden sind. Aber ich denke, sogar die nachfolgende Generation von dem Bund, also es ist jetzt schwierig, gute Übersetzungen zu finden. Und ich meine zum Beispiel, vor zwei Tagen ist Emilio Pacheco gestorben, ein wichtiger Mexikanschriftsteller. Und auch vor zwei Wochen ist Juan Gelman, ein wichtiger Argentinschriftsteller, ist ihm gestorben. Und bis jetzt ist immer noch schwierig, gute Übersetzungen von Erzählungen von Pacheco zu finden. Oder von Gedichten. Und nicht nur diese nachfolgende Generation, sondern auch wichtige Autoren wie Horacio Quiroga, also hinsichtlich Erzählungen. Jemand hat gesagt, dass Cortázar, also wenn man sich mit Kurzerzählungen befasst, also Cortázar ist ein sehr wichtiger Autor, aber auch Horacio Quiroga. Horacio Quiroga auch aus Argentinien ist sehr wichtig. Oder im Bereich Gedicht, Oliverio Girondo aus Argentinien. Und diese Autoren irgendwie sind nicht zu finden auf Deutsch oder sogar auf Französisch. Korrektur. Ein anderes Thema, und ich möchte gerne wissen, was eure Meinung von der Beziehung zwischen Markt und Intellektuellen denken. Also, das ist, Sie haben über Foucault gesprochen, und also sowohl die mexikanische Revolution als auch die kubanische Revolution verbinden sich mit diesem Thema, weil zum Beispiel die kubanische Revolution hat eine Trennung zwischen den Autoren des Bundes, das bedeutet eine Trennung zwischen den Autoren, also ganz klar im Falle Vargas Llosa und García Márquez, aber auch die mexikanische Revolution, es gibt diese Debatte zwischen Octavio Paz und Vargas Llosa in Mexiko-Stadt. In der Mario Vargas Llosa, die Partei aus der mexikanischen Revolution, die Partei der institutionalisierten Revolution, als die perfekte Diktatur beschrieben hat. Und dann hatten wir gleichzeitig eine Regierung, die die Schriftsteller in Exil genommen hat, aus chilenische Pinochet-Regierung oder aus Spanien, Spanien von Franco. Und aber gleichzeitig zum Beispiel hat
Botschafter oder das Werk der Diplomatie für Kritik des Regimes angeboten. Carlos Fuentes war zum Beispiel der Botschafter in Frankreich oder selbst auch Octavio Paz in Indien. Und das, also, ich denke, dass, also jetzt reden wir über Drogenkrieg und Drogenkrieg ist auch ein anderes Gesicht der Macht. Es ist, auf einer Seite haben wir das Monopol der Macht, eine große Diktatur, aber auch die Anarchie und das also die sind auch Diskurse von Macht. Und das, ja, also das die zweite. Ich möchte nur auf einen Teil Ihrer Fragen antworten. Zum einen möchte ich ein großes Plädoyer für die Übersetzer geben, denn in den letzten, als ich anfing 1974, hatten wir kaum Übersetzer, qualifizierte Übersetzer. Es gab sehr, sehr wenige. In der Zwischenzeit, auch dank der wirklich großartigen Schulung, die Jürgen Dormagen als Lektor im Surkamp Verlag gemacht hat, es gibt eine Vielzahl von jungen und sehr, sehr guten Übersetzern. Das infiziert auch Lyrikübersetzer. Von Hedemann und José Emilio Pacheco sind natürlich zwei großartige Lyriker und der Markt für Lyrik, das haben wir vorhin schon gehört, ist ein kleiner Markt, aber sie sind blendend übersetzt. In der Anthologie, die ich da herausgegeben habe, Dunkle Tiger, gibt es sowohl Gedichte von Hedemann wie von Pacheco in absolut adäquaten Übersetzungen. Horacio Quiroga, die gesammelten Erzählungen, praktisch alle, sind publiziert worden in einer neuen Übersetzung in einem großen Band 2010 beim Fischer Verlag. Das war einer meiner ersten Aktivitäten, als ich in den Fischer Verlag eintrat, diesen großen Klassiker endlich mal gebührend zu publizieren. Das Leserecho war leider sehr gering. Also da zum Beispiel alle lade ich ein, Horacio Quiroga zu lesen und dann wunderbare Rezensionen bei Amazon zu posten. Ja. Bitte, Angelika Ammer. Angelika Ammer hat das übersetzt. Also insofern, die Problematik der Übersetzung ist heute in Deutschland eigentlich sehr, sehr gut gelöst. Also es gibt die guten Übersetzer, für jeden Text finden Sie jemanden, der es auch wirklich adäquat macht. Das ist das eine. Dann das andere, die Sachen der Macht, das möchte ich auch hier weitergeben. Nur so, Octavio Paz war Botschafter in Indien und er hat sein Amt niedergelegt in dem Augenblick, als 68 die Studenten von Röntgen waren und er ist dann Professor in Universitäten und so weiter geworden, hat andere Dinge gemacht. García Márquez und Mario Vargas Llosa haben eine persönliche Fehde, darauf lohnt es sich jetzt nicht hier einzugehen. Es gibt natürlich, wie in allen literarischen Zirkeln, diejenigen, die sich mögen und diejenigen, die sich nicht mögen. Also Paz und Fuentes waren lange Zeit befreundet und plötzlich waren sie nicht mehr befreundet. Man weiß auch warum, also es ist alles nachvollziehbar, warum der eine sich dann geärgert hat, etc. etc. Aber was jetzt die Problematik der Macht anbetrifft, würde ich eigentlich das lieber weitergeben. An Sie oder an Sie. Ja. Ich weiß nicht, ob wir angesichts der fortgeschrittenen Stunde dieses Fass noch aufmachen sollen. Das ist ja ein Fass ohne Boden im Grunde genommen. Und was jetzt Frau Strauß schon angedeutet hat, also die kubanische Revolution ist sicherlich da eine Scheidegrenze gewesen. Das Verhältnis pro Kuba und kontra Kuba, da haben sich Vargas Llosa und García Márquez ideologisch zerstritten. Das ist ja ein erstaunliches Phänomen, dass ein großer Teil der Buchautoren von der politischen Linken herkommt. Und sich irgendwie politisch links situiert hat und dann im Laufe der Zeit sich anders entwickelt hat und in andere Richtungen gegangen ist. Aber ich denke, das ist ein so komplexes Thema, dass wir, ich weiß nicht, wenn du noch ein Abschlusswort dazu sagen willst, nein, vielleicht nicht mehr. Abschlusswort. Nee, aber ich meine, das ist ja, hat ja auch, der Mund muss ja nicht bis zur kubanischen Revolution warten. Das hat ja in Lateinamerika ist auch ganz bemerkenswert, hat man natürlich auch dieses Phänomen, dass man, wenn man jetzt auch wirklich in die Gründerzeit, wenn man das so sagen will, zurückgeht, dass dann hat man Mitre, man hat den Sarmiento und diese Leute, also wo diese Verquickung zwischen wirklich zwischen ja, Schreiben und ja auch den Leuten vorschreiben als Politiker halt wirklich ganz eng ist. Und ich denke schon noch, also, dass man das halt stärker als in als hier in Europa noch sehen kann. Aber ich finde auch, also wenn wir jetzt über die, da kommen wir ins Hunderttausendste wahrscheinlich. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Ja. Also ich bin Carlos Strauß, ich bin sehr dankbar.
wenn Sie jetzt, also nach der Grabrede von Professor Volker auch die lateinamerikanische Literatur. Überhaupt, überhaupt. Nicht die lateinamerikanische. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Aber ich nehme es nicht an. Ich nehme Ihre Polemik nicht an. Ja. Also ich denke auch nicht, dass Sie ja im Nachruf auf die Leser halten können. Und deshalb meine Frage, mögen Sie denn überhaupt die lateinamerikanische Literatur? Wie verstehe ich jetzt nichts? Ob Sie die lateinamerikanische Literatur mögen? Ja, ja, ich liebe die sehr, deswegen sage ich ja, das ist ja irgendwie, ich sage ja nicht, wie es sein soll, sondern welche Tendenzen man sehen kann und dass die Literatur einen anderen Status hat, also noch vor 10, 20, 30 Jahren, also da glaube ich, kann man auch wirklich belegen und dass da eine Gefahr besteht und dass man natürlich, also was man tun kann, dagegen wirklich auch ankämpfen muss. Also um diesen Status, den die Literatur einmal hatte, den wird sie nicht wiedererlangen, aber den muss man natürlich verteidigen. Also ich denke, das ist so ein Gespräch wert. Man kann nicht sagen, diese Literatur mit diesem Status nicht mehr erlangen. Also ich denke, für mich wäre es eine Verbesserung, so eine Behauptung in den Raum zu stellen. Das, also ich würde mich mit Ihnen solidarisch erklären, es ist so, dass man heute wirklich das, was man liebt, verteidigen muss und dafür kämpfen muss, vielleicht etwas intensiver, als das früher war. Und deshalb habe ich ja auch an Sie alle dieses Plädoyer gerichtet, werden Sie aktiv. Wir müssen, wenn wir Bücher lieben und Literatur lieben, dann müssen wir etwas dafür tun. Und das macht ja großen Spaß. Ich meine, es ist ja kein Opfer, was man da bringt, sondern man liest ein großartiges Buch, man entdeckt irgendetwas und die Freude ist doch dann groß, wenn man diese Freude weitergeben kann an andere. Okay, ich glaube, wir können hier auch dann. Und ich gehe dann weiter zu den Dankesworten von Herrn Lopez. Max? Ja, also ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich habe mich eingangs schon bedankt, jetzt habe ich noch einen Hintergrund dazu. Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es ein sehr, sehr anregender, spannender, interessanter Abend war. Frau Schaustert hat mir vorher auf dem Weg vom Bahnhof zum Hotel mal verraten, was sie so für Rufen macht, wenn sie mal eben kurz nach Heidelberg kommt und vorher in München war und dann nach Berlin zurückfährt. Ja, das habe ich aber trotzdem möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, weil es ist nicht selbstverständlich. Das würde, glaube ich, nicht jeder auf sich nehmen. Ich bin sehr froh, dass Sie es auf sich genommen haben und dass wir heute so einen schönen Abend hatten. Ich möchte mich an der Stelle dann auch im Namen der ganzen Gruppe und ich denke auch im Namen der Zuhörerschaft bei den beiden Professoren, mit dem Professor Volker und dem Professor Poppenberg bedanken. Auch das ist nicht selbstverständlich, dass man so einen Dienstagabend opfert, einen Vortrag vorbereitet, was mit Sicherheit auch nicht in 3 Minuten und auch nicht in 5 Minuten zu machen ist. Einfach ganz, ganz herzlichen Dank von unserer Seite. Wir haben uns ein kleines Dankeschön überlegt. Ich hoffe, Sie können mit dem Heidelberger Wein was anfangen. Ja, vielen Dank, ganz großen Applaus. Den habe ich aber nicht vergessen, den möchte ich jetzt noch erwähnen. Das ist Fernando. Vielen Dank für die Moderation, dass das alles so flüssig abgelaufen ist. Vielen Dank auch für deine intensive Vorbereitung. Ich denke, ohne einen guten Moderator werden wir heute einiges häufiger hier durch den Abend kommen. Sehr gut. Ja, im Namen der Gruppe möchte ich euch alle nochmal aufmerksam machen auf ja, wer wir sind, wer uns heute Abend Spaß gemacht hat und wer noch nicht einen Blick drauf geworfen hat. Das Video vom heutigen Abend wird unter anderem auch da zu sehen sein. Schaut rein auf eidesschool, alles zusammengeschrieben.blogspot.de und wir würden uns freuen, wenn ihr euch im Sommersemester mal wieder bei Veranstaltungen erzählt. Vielen Dank. Thank you.